Polizeinotruf? Ein Autofahrer begeht nach einer Kollision Fahrerflucht. Unbeabsichtigt nimmt er etwas sehr Wichtiges mit. Und er hinterlässt mikroskopisch kleine Spuren, die den Hergang des Unfalls genauer beschreiben, als es ein Augenzeuge je könnte. Ein kalter Abend im Februar 1995. Polizist Todd Christensen ist in Kalamazoo, Michigan mit einem Team unterwegs. Alles ist ruhig und Christensen hofft, dass es auch so bleibt. Ich habe gerade in meinem Wagen zu Abend gegessen, ein Erdnussbutter-Sandwich und mich ausgeruht, als ein Mann hektisch neben mir anhielt. Der Autofahrer berichtet Christensen von einem schwer verletzten Mann, nur ein paar Häuserblöcke entfernt. Als der Polizist den Verletzten findet, ringt dieser mit dem Tod. Ich würde sagen, er stand am Abgrund. Er atmete sehr schlecht und versuchte alles, um irgendwie Luft zu bekommen. Er hatte schwere Kopfverletzungen. Das Opfer, der 33-jährige Kirk Hudson, wird ins Krankenhaus gebracht. Als ich in den Raum kam und ihn mit seinen Verletzungen sah, war das nicht die Person, wie ich sie kannte. Das war wirklich hart. Meine Mutter war fassungslos. Er war ihr einziger Sohn. Das war alles sehr traurig. Kirk Hudson kommt nicht wieder zum Bewusstsein. Er stirbt, noch bevor die Polizei herausfinden kann, was geschehen ist. Als mein Bruder starb, bewegte das die ganze Familie. Meine Mutter hatte zwei Nervenzusammenbrüche. Es belastete uns alle. Kirks Tod ist die letzte Tragödie in einer Reihe von Unglücken. Die 28-jährige Frau des Navy-Veterans ist einige Jahre zuvor an Krebs gestorben. Zum Zeitpunkt seines Todes kümmert Kirk sich um seine Mutter, die krank und altersschwach ist. Am Unfallort findet die Polizei in der Nähe von Kirk ein Fahrrad. Wir wussten sofort, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Die Fahrzeugteile, das beschädigte Fahrrad, die Person in der Blutlache sagt jedem ernstzunehmenden Polizisten sofort, dass der Kerl angefahren wurde und das Fahrzeug verschwunden ist. Familienangehörige berichten der Polizei, dass Kirk sein Fahrrad oft nachts benutzt hat. Ich denke, so ist er seinen Stress losgeworden. Es interessierte ihn wenig, wie spät es ist. Er war ein Nachtschwärmer. Das war seine Art. Er nahm abends sein Rad, ganz gleich, was er vorhatte. Neben dem Fahrrad finden die Polizisten etwas Plastik, Glassplitter, einen kleinen Spiegel, Farbpartikel und eine Antenne. Das Erste, was mir durch den Kopf ging, war, der Fahrer war offensichtlich betrunken. Jemand verlässt eine Bar, überfährt den Kerl, bewusst oder unbewusst, und haut ab, weil er betrunken ist und von der Polizei nicht erwischt werden will. Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, bei dem es dahingestellt bleiben mag, ob der alkoholisierte Fahrer den Unfall verursacht hat, führt in jedem Fall zu einem Verlust der Fahrerlaubnis. Ein Verlust der Fahrerlaubnis ist im günstigsten Fall mit einer Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Häufig hängt jedoch auch die berufliche Perspektive vom Führerschein ab. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere bei Verkehrsunfallfluchtdelikten häufig zu beobachten, dass Alkohol mit im Spiel war und sich die Beteiligten unter Kenntnis dieser Zusammenhänge bewusst von der Unfallstelle entfernen, um einer möglichen Strafverfolgung zu entkommen. Joachim Morawski ist Unfallsachverständiger. Grundlegend für den Erfolg seiner Arbeit bei Fahrerflucht ist die lückenlose Dokumentation des Unfallortes. Wesentlich ist immer die Situation, die sich beim Eintreffen einer Unfallstelle dem Beobachter bietet, vollständig aufzunehmen. Das sind die Endstellungen der Fahrzeuge oder die Endlagen der Personen. Das sind die Reifenspuren auf der Fahrbahn, die Aufschluss über die Bewegung der Fahrzeuge vor und nach der Kollision geben. Das sind Splitter auf der Fahrbahn, die auch gewisse Rückschlüsse auf die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zulassen. Und es gibt entscheidende Spuren,
die den Kollisionsort markieren, beispielsweise ein Knick in einer Blockierspur oder aber eine tiefe Schlagspur der Asphaltdicke. Die Fahrzeugteile entlang der Straße nach Norden zeigen die Fahrtrichtung des Autos an. Anhand von Kirks Kopfverletzungen schließen die Ermittler, dass er mit seinem Fahrrad in Verkehrsrichtung gefahren und von hinten gerammt worden ist. Das bedeutet, das flüchtige Fahrzeug muss rechts und vorne beschädigt sein. Es gibt am Unfallort keine Bremsspuren. Die Familie des Opfers kann nicht verstehen, wie jemand einfach weiterfahren kann. Das war ein Unfall. Er oder sie wollte es mit Sicherheit gar nicht. Wir wollten nur, dass sich jemand bei uns entschuldigt und sagt, dass es ihm leid tut. Das ist alles, was wir wollten. Für den Unfallhergang gibt es keine Augenzeugen. Doch aufgrund der Schwere des Aufpralls bleiben wenig Zweifel, dass der Autofahrer etwas gemerkt haben muss. Wie kann man jemanden umfahren und ihn dann zurücklassen? Das kann ich nicht fassen. Warum konnte er nicht eben anhalten? Die einzigen Hinweise auf den Truck oder das Auto sind Fahrzeugsplitter an der Unfallstelle. Wir wussten, dass die Beweismittel auf dem Eis frisch sind, weil sie nicht eingefroren waren. Die Splitter vom Scheinwerfer, die Antenne, Reflektorsplitter, Teile vom Fahrrad, frische Farbe. Alles oben auf war neu. Unfallsachverständige markieren die Lage der einzelnen Stücke mit einer Nummer und erstellen dann eine detaillierte Unfallskizze. Alle Personen, die sich anschließend mit dem Verkehrsunfall beschäftigen, waren in der Regel nicht selber an der Unfallstelle. Vor diesem Hintergrund liefert die Verkehrsunfallskizze, die die Polizeibeamten nach schweren Verkehrsunfällen erstellen, für diese Personengruppe die Anknüpfungstatsachen, um im Anschluss daran den Unfallhergang zu rekonstruieren bzw. sich ein eigenes Bild von dem Unfallhergang zu machen. Zudem werden insgesamt 28 Teile fotografiert. Für den Unfallanalytiker sind Fotos, die im Anschluss an das Unfallgeschehen von der Polizei aufgenommen wurden, wohl der wesentlichste Anknüpfungspunkt. Auf solchen Fotos sind mitunter Spuren zu erkennen, die von den Polizeibeamten nicht gesehen worden sind oder möglicherweise nicht als unfallrelevante Spuren erkannt worden sind. Durch eine fotogrammetrische Auswertung dieser Lichtbilder ist es dem Unfallanalytiker möglich, auch diese Spuren noch in die Unfallszene einzubinden, sodass im Anschluss daran der Unfallhergang sehr genau rekonstruiert werden kann. Doch es ist zweifelhaft, ob diese kleinen Spuren ausreichen, um das Unfallfahrzeug zu finden. Nachdem ich alles an der Unfallstelle aufgesammelt hatte, war ich überzeugt, einen guten Job gemacht zu haben. Doch mehr als eine Chance von 30% sah ich nicht, das beteiligte Fahrzeug zu finden. Die Chancen standen nicht allzu gut. Unter den Fahrzeugteilen sind auch kleine Farbsplitter. Ein Splitter ist nur etwas größer als eine 1-Euro-Münze, trägt jedoch viele Informationen. Er hat zwei unterschiedliche Farben, unterbrochen von einer schwarzen Linie. Das war ein dreifarbiger Splitter, kastanienbraun, ein schwarzer Strich und Malve. Das ist einmalig, ein zweifarbig lackiertes Fahrzeug mit einem Nadelstreifen. Eine Überprüfung ergibt, dass nur wenige Fahrzeuge mit dieser Farbkombination verkauft worden sind. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass die Lackierung ein Wunsch des Kunden ist. Das half, den Kreis enger zu ziehen, in dem wir suchen mussten. Als nächstes wenden sich die Ermittler dem orangefarbenen Scherbenhaufen vom Unfallort zu. Unter dem Mikroskop sind kleine Würfel und Rechtecke zu erkennen, die zum Reflektieren und Leuchten des Lichtes dienen. Das bedeutet, die Splitter gehören wahrscheinlich zu einem Blinker oder Parklicht. Wie bei einem Puzzle versuchen die Ermittler, die Scherben wieder zusammenzusetzen.
Man hat ein Teil, das an einer Stelle gebrochen ist, und ein anderes, das genau daran passt. Oder man hat gezackte Stücke, die ebenfalls haargenau zusammenpassen. Danach sucht man. Die Komponenten einer Fahrzeugbeleuchtung werden, glaube ich, in der heutigen Zeit auch unter dem Gesichtspunkt des Fahrzeugdesigns konstruiert und konzipiert. Vor diesem Hintergrund ist es in der Regel so, dass jedes Fahrzeug und jeder Fahrzeugtyp unterschiedliche Scheinwerfer oder Blinker besitzen. Wenn nun nach einem Verkehrsunfall Teile der Fahrzeugbeleuchtung, sei es auch ganz kleine Glassplitter, an der Unfallstelle liegen, so ist es mit Fleißarbeit möglich, diese Glassplitter einem konkreten Fahrzeugtyp zuzuordnen. Auf einer Scherbe ist ein Fünfeck mit einem Stern darin. Es sieht aus wie das Chrysler Dodge-Logo. Zudem scheint auf der Scherbe eine Seriennummer zu stehen. Ein Teil war mit Zahlen gekennzeichnet. Ich hatte die Hoffnung, es sind Teilenummern, durch die wir den Fahrzeugtyp identifizieren können, von dem die Scheinwerfer stammen. Mit allen gesammelten Beweismitteln vom Unfallort gehen die Ermittler zu einem ortsansässigen Chrysler-Dodge-Händler. David Johnson arbeitet dort. Er hilft den Ermittlern bei ihrer Suche. Ich hatte in der Zeitung von dem Unfallopfer im Zentrum von Kalamazoo gelesen und dass sie vermuten, dass die Tat mit einem Van begangen worden ist. Als der Officer hereinkam, dachte ich, wow, vielleicht ist es ein Dodge. Johnson bestätigt, dass die Splitter von einem Blinker stammen. Dann sucht er mit Hilfe der Seriennummer in einem Handbuch und entdeckt ein weiteres Teil des Puzzles. Kein Zweifel, es musste von einem Dodge-Van stammen. Als ich den Farbsplitter und die Antenne sah, wusste ich, dass es ein Conversion-Van sein musste. Denn diese Dinge waren nicht serienmäßig. Ein Conversion-Van wird nach den Wünschen des Kunden lackiert. Johnson behauptet, dass die Blinkerteile von einem Dodge Ram stammen, der zwischen 1986 und 1993 gebaut wurde. Die Recherche nach der Herkunft des kleinen Spiegels untermauert diese Behauptung. Er war nur in den Jahren 1986 und 1987 erhältlich. Jetzt kennt die Polizei das Modell des Fahrzeugs, das Kirk Hudson getötet hat, und kann das Baujahr eingrenzen. Wir hatten es sehr eilig, das Fahrzeug zu finden. Die Zeit ist entscheidend. Man will das Fahrzeug nicht allzu lang da draußen lassen. Doch in Kalamazoo gibt es hunderte Fahrzeuge, auf die diese Beschreibung passt, und Zehntausende im ganzen Land. Der Fahrer und sein Van können überall sein. Die Polizei hat alle Fahrzeugsplitter des Unfalls untersucht, bei dem Kirk Hudson ums Leben kam. Jetzt suchen die Beamten nach einem kastanienbraunen und malvenfarbigen Dodge Ram, einem Conversion Van. Die Polizei hat eine Liste von Personen, deren Van auf die Beschreibung passt. Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nicht einfach für uns. Die Familie des Opfers ist informiert und gibt ihre Hoffnungen nicht auf. Mein Bruder hat eine Familie, die sich um ihn kümmert. Es war wichtig für uns, alles zu wissen und dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht. Eine Beschreibung des Vans wird an die Medien gegeben. Einige Hinweise gehen ein, doch keiner führt zum Erfolg. Dann, über einen Monat nach Kirk Hudsons Tod, stellt die Besucherin einer Bar Fragen zu dem Unfall. Ich saß auf meinem Stammplatz, als der Barkeeper etwas über einen tödlichen Fahrradunfall erzählte. Ich sagte, oh wirklich, wann? Die Frau, die unerkannt bleiben will, stellt weitere Fragen. Als sie erfährt, dass der Unfall in der Nähe der Bar passiert ist und sie die Beschreibung des Fahrzeugs sieht, behauptet sie, den Fahrer zu kennen.
Er hatte den einzigen Dodge Van mit dieser Farbe in der Nachbarschaft. Ich konnte mich nicht erinnern, aus welchem Jahr er stammte, wie alt oder neu er war. Doch ich wusste, dieser Van musste sein Van sein. Sie benachrichtigt die Polizei und benennt Jim Northey als den Fahrer des Van. Sie behauptet, in der Nacht des Unfalls mit Northey in der Bar gewesen zu sein. Sie hätten zusammen getrunken. Ich konnte nicht mehr sagen, wie viel er hatte, aber ich konnte nicht mehr geradeaus gehen. Die Frau behauptet, Northey habe die Bar kurz vor dem Unfallzeitpunkt verlassen und sei in seinen Van gestiegen. Jim Northey ist 46 Jahre alt und ist schon 7-mal wegen Alkohol am Steuer verurteilt worden. Nachforschungen ergeben, dass er einen Dodge Ram Conversion Van Baujahr 87 besitzt. Er hat die gleiche Farbkombination wie das Unfallauto. Doch als die Beamten erfahren, wo Northey arbeitet, beginnen sie zu zweifeln, ob der Fall jemals gelöst wird. Er arbeitete bei einer Recyclingfirma, in der Autos geschreddert werden. Wir befürchteten, das Auto ist zerstört und liegt in 1000 Einzelteilen verteilt auf dem Schrottplatz. Die Polizei rast zu Northeys Haus und findet die Garagenfenster verhangen mit Handtüchern und Plastiktüten. Niemand konnte hineinschauen, sehr ungewöhnlich für eine Garage. Das steigerte mein Interesse zusätzlich. Jim Northey bestreitet, etwas mit dem Unfall zu tun zu haben. Doch er gibt an, seine Frau wäre ein paar Wochen zuvor in einen kleinen, unbedeutenden Unfall verwickelt gewesen. Ich konnte sehen, dass der Van einen Unfall gehabt haben musste. Der rechte Frontscheinwerfer sollte ausgetauscht werden. Er hing an einem Kabel herunter. Doch die Beamten sind sich nicht sicher, ob der Schaden bei dem Fahrradunfall oder bei der Unfallversion von Northey entstanden ist. Durch Zufall entdecken die Ermittler einen wichtigen Hinweis. Als ich zur Werkbank kam, lagen dort ein paar Dinge übereinander. Ich begann, eins nach dem anderen von der Werkbank zu nehmen. Auf der Arbeitsplatte fand ich ein Stück orangefarbenes Blinkerlicht, ähnlich dem von der Unfallstelle. Doch es reicht nicht aus, einfach ein Stück Plastik zu finden. Das Wichtigste ist, ob es an die anderen passt. Deshalb beschlagnahmen die Beamten den Dodge Ram und führen eine Reihe von Tests durch. Als erstes haben wir den Wagen mit Luminol bearbeitet und nach Blutspuren gesucht. Dann haben wir den Van auf Haare und Fasern vom Opfer abgeklebt. Doch seit dem Unfall von Kirk Hudson ist über ein Monat vergangen und es finden sich keine biologischen Spuren, die Northeys Van mit dem Tatort in Verbindung bringen. Deshalb wenden sich die Beamten den dauerhaften Beweisen, nämlich dem Plastik und der Farbe des verdächtigen Fahrzeugs, zu. Farbproben von Northeys Van werden mit den Splittern von der Unfallstelle in einer Analyse verglichen. Ergebnis? Sowohl Farbmischung als auch chemische Zusammensetzung beider Proben sind identisch. Das staatliche Kriminallabor stellte die Übereinstimmung der Farbe vom Fahrzeug mit der Farbe vom Unfallort fest. Als nächstes wenden sich die Ermittler dem Plastikteilchen von der Werkbank zu. Wie bei einem Puzzle versuchen sie, das gefundene Teilchen dem teilweise zusammengesetzten Blinker vom Unfallort einzupassen. Und tatsächlich, das Teilchen passt. Wenn so ein bernsteinfarbenes Glas bricht, tut es das nicht immer auf die gleiche Weise. Wir hatten also eine Art Fingerabdruck gefunden. Es gab keine Zweifel. Diese kleine Plastikscherbe erzählt eine wichtige Geschichte. Sie beweist, dass Jim Northey den kaputten Blinker zeitweise auf seiner Werkbank liegen hatte. Als er die Fahrzeugreste entsorgt, bleibt unbeabsichtigterweise ein Splitter auf der Arbeitsplatte zurück. Jetzt drückt das Fahrrad in den Fokus der Ermittlung. Durch eine Gegenüberstellung der Fahrzeuge ist es möglich, die Beschädigungen hinsichtlich ihrer Kompatibilität
in vertikaler Richtung zu untersuchen. Für jedes Schadensmerkmal am Pkw muss sich in entsprechender Höhe am Fahrrad ein Kontaktpartner befinden. Diese Untersuchung gelingt am besten, wenn beide Unfallfahrzeuge noch zur Verfügung stehen. Dann ist es möglich, das Fahrrad an den Pkw heranzustellen und schauen, befinden sich an beiden Fahrzeugen in entsprechender Höhe Beschädigungen. Und genau das machen die Ermittler. Das Fahrrad hatte eine Beule passend zum Aufprallpunkt des Autos. Gleiche Höhe, passende Stelle, Beifahrerseite. Alle Puzzleteile passten perfekt ineinander. Ich sah sofort, dass die Beschädigung am Fahrrad mit der des Vans übereinstimmte. Die Parkleuchte war genau in Höhe des Fahrradsitzes. Das Farbschema des Vans passte zum Gefundenen und auch die Antenne. Ich bekam so ein warmes, wohliges Gefühl, als hätten wir unseren Job gemacht. Wir hatten das gesuchte Fahrzeug. Aufgrund der forensischen Beweise wird Jim Northey wegen Fahrerflucht angeklagt. Es war gut, den Namen der Person zu kennen. Sehr wichtig. Wir kannten ihn zwar nicht von vorher, aber es war gut zu wissen, wer es ist, um abschließen zu können. Northey erhält die Chance, sich schuldig zu bekennen und im Gegenzug eine geringere Strafe zu erhalten. Doch er lehnt ab. Sein Verteidigerteam ist überzeugt, dass die kleinen Plastik- und Farbsplitter für eine Verurteilung nicht ausreichen. Die Anklage steht vor einer großen Hürde. Niemand hat Northey fahren sehen. Alles, was sie haben, sind die Beweise von der Unfallstelle. Es gab keine Augenzeugen. Und wenn es keine Augenzeugen gibt, bleibt dir die schwierige Aufgabe, alles in deinem Geist zu sortieren, was du an Beweisen gehört hast. Während des Prozesses dauert es mehrere Stunden, bis die Ankläger den Geschworenen erklärt haben, wie welche Plastiksplitter und welche Farbe zusammenpassen. Am Ende der Ausführungen ist klar, wie Kirk Hudson angefahren und zum Sterben zurückgelassen worden ist. Wissenschaftliche Beweise sind immer zwingend. Geschworene lieben wissenschaftliche Beweise. Sie sehen CSI und diese Sendung. Das war einer der seltenen Fälle, in dem wir eine Menge dieser Beweise hatten. Es hätte schon mehr als ein Zufall sein müssen, genau dieses Plastikteilchen, diesen Farbsplitter, dieses Stückchen Glas dort zu finden. Und als sie alles vergrößert zeigten, war einfach zu erkennen, wie perfekt alles zusammenpasste. Das hat mich als Geschworene sehr überzeugt. All diese kleinen Markierungen weisen auf die kleinen Beweisstücke hin. Nach einem dreitägigen Prozess und nur 4 Stunden Beratung befinden die Geschworenen Jim Northey für schuldig. Die Geschworenen hatten keinen Zweifel. Und das ist das Ende der Geschichte. Jim Northey wird zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Kirk Hudsons Familie trauert noch immer, doch sie ist dankbar, dass der Schuldige Ermittlungsarbeit gefasst worden ist. Toll, wie diese vielen kleinen Splitter zu einem Ganzen wurden und so halfen, den Fall zu lösen. Wäre der Unfall 20 Jahre früher passiert, womöglich wäre er nicht gelöst worden. Es bedurfte der Zusammensetzung dieser winzigen Teilchen, um alles aufzuklären. Wir sind sehr dankbar dafür. Wissen Sie, Beweismaterial ist wichtig für jede kriminalistische Ermittlung. Ich kann nicht hier sitzen und behaupten, Sie haben ein Stoppschild überfahren, dann sagen Sie, habe ich nicht. Doch wenn ich einen Fingerabdruck habe oder Ihre Parkleuchte, können Sie nicht so einfach dementieren. Das sind Beweise. Die Moral dieser Geschichte ist, dass hartnäckige polizeiliche Ermittlungsarbeit Geduld und Entschlossenheit Personen vor Gericht bringt, die sonst davongekommen wären. In der Nachbetrachtung eines Großfeuers bleibt eine Frage zurück. War es ein Unfall oder Brandstiftung? Erst die Kenntnis der Eigenschaften einer Zigarette, die Zusammensetzung einer Flamme und eine Computeranimation können erklären, wie das Feuer ausgebrochen und wer dafür verantwortlich ist. Seit 25 Jahren leben Ed und Rosalie Camiolo
in einem Vorort von Philadelphia. Ed ist ein pensionierter Regierungsbeamter, Rosalie arbeitet in der Computerindustrie. Ihr einziger Sohn Paul ist Programmierer und lebt im Obergeschoss des Hauses. Er kümmert sich um seine Eltern, seitdem sie Schwierigkeiten haben, sich allein zu versorgen. Es war nicht so, dass sie Bettler komplett invalide waren, doch sie waren meiner Meinung nach nicht fit genug, um auf eine Notsituation reagieren zu können. Kurz vor Tagesanbruch im September 1996 alarmiert Paul per Notruf die Feuerwehr. Notruf, was ist passiert? Wir haben Feuer im Wohnzimmer, es ist wirklich schlimm. Verlassen Sie das Haus, die Feuerwehr ist unterwegs. Als die Polizei eintrifft, zieht Paul sich auf dem Rasen vor dem Haus an. Er behauptet, seine Eltern hätten das Haus durch den Als die Beamtin hinter das Haus geht, kommt es dort zu einer Explosion. Mutter Rosalie liegt stark verbrannt und nahezu bewusstlos auf der Veranda. Vom 81-jährigen Ed fehlt jedoch jede Spur. Später finden ihn die Feuerwehrleute im Haus. Er konnte sich nicht retten. Das Opfer war in einem der hinteren Badezimmer. Es hat einen Herzstillstand erlitten. Ed Camiolo wird im Krankenhaus für tot erklärt. Auch Rosalie stirbt, das Ergebnis einer Rauchvergiftung. Wie schrecklich musste es für meinen Onkel gewesen sein, zu verbrennen. Und meine Tante, wie schrecklich muss es für sie gewesen sein. Die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens bemerken nichts Verdächtiges. Es gab den gemeinsamen Eindruck, dass es ein Unfall war. Vermutlich das Resultat eines sorglos weggeworfenen Rauchutensils, entweder eine Zigarette oder ein Streichholz zum Anzünden einer Zigarette. Paul Camiolo berichtet den Ermittlern, dass seine Mutter eine Kettenraucherin gewesen ist. Sie habe das Feuer versehentlich ausgelöst. Er behauptet zudem, im Obergeschoss geschlafen zu haben, als sein Vater nach ihm ruft. Auf dem Wohnzimmersofa brennt ein kleines Feuer. Seine Mutter versucht es zu löschen. Paul holt ein Gefäß mit Wasser und kippt es auf das Feuer, was alles noch verschlimmert. Dann fordert er seine Eltern auf, durch die Hintertür zu flüchten. Er selbst alarmiert die Feuerwehr und verlässt das Haus durch die Vordertür. Er war in Unterwäsche. Ich glaube, zu der Zeit hatte sein Auto vor dem Haus geparkt. Er hatte eine Sporttasche im Auto und darin ein paar Shorts und Kleidung zum Überziehen. Pauls Geschichte ergab für mich keinen Sinn. Bis heute habe ich Probleme mit dem, was er gesagt hat. Pauls Erzählung löst den Ermittlern aus. Er ging in die komplett andere Richtung. Ich denke, der normale Menschenverstand sagt einem, dass man die Angehörigen gut aus dem Haus bekommen muss. Um das zu überprüfen, muss man die Eltern begleiten. Paul Camiolo gibt zu, dass sein Verhalten ein Fehler war. Er behauptet, konfus und verwirrt gewesen. Wissen Sie, ich fühle mich schuldig, weil ich stark genug gewesen wäre, sie da rauszuholen. Ich habe es aber nicht geschafft. Ed und Rosalie Camiolo werden im Familiengrab nur wenige Kilometer von ihrem Haus entfernt beerdigt. Ihr Leben ist nicht einfach gewesen. Und ohne Paul hätten sie es nicht gemeistert. Er hatte die Verantwortung, seine Eltern zu unterstützen. Er machte für sie die Besorgungen. Wenn sie etwas aus dem Kaufhaus wollten, fuhr er ins Einkaufszentrum, besorgte es und brachte es ihnen nach Hause. Die Ermittler fragen sich, ob Paul etwas mit dem Ausbruch des Feuers zu tun hat. Es war Geld in Form einer Versicherung im Spiel. Und das ist immer ein starkes Motiv. Ich glaube, er hätte eine $200,000 Versicherungsprämie erhalten. Einige Ermittler vermuteten, dass ein zweites Motiv existierte. Paul Camiolo war es leid, für seine gebrechlichen Eltern zu sorgen. Brandermittler durchsuchen den Schutt im Haus und finden Verdächtiges. In der Mitte des Raumes war ein Fleck, der so aussah, als könnte er von einer Flüssigkeit stammen. Es lässt sich nachweisen, wenn jemand einen Brandbeschleuniger ausschüttet. Um herauszufinden, ob ein Brandbeschleuniger benutzt wurde, nehmen die Ermittler Proben vom Teppich, dessen Dämpfung, und vom Hartholzboden. Die Proben werden in Farbeimern versiegelt, damit keine Gase entweichen, und anschließend ins Kriminallabor gesendet.
Um solche Proben auf ihre Inhaltsstoffe zu untersuchen, werden sie per Gaschromatographie analysiert. Eine Gaschromatographie ist eine chemische Analysetechnik, bei der Flüssigkeiten oder gasförmige Stoffe zerlegt werden und dann über spezielle Messverfahren identifiziert werden. Das heißt, man kann eine Flüssigkeit in dieses Gerät einbringen, sie wird in die einzelnen Komponenten zerlegt und diese Komponenten werden dann identifiziert. Die Untersuchung im Fall Chemiolo bringt ein überraschendes Ergebnis. Die Probe des Holzfußbodens enthält Benzin. Der einzige und stärkste Beweis, den sie für Brandstiftung hatten, war die Entdeckung des Benzins im Holzboden. Wie sollte man das Vorhandensein von Benzin im Wohnzimmer auch sonst erklären? Als das Ergebnis kam, wechselte alles von "Wir haben keine Ahnung" zu "Wow, wir haben einen Brandbeschleuniger, das war Brandstiftung." Für die Staatsanwaltschaft bedeutet das Vorhandensein von Benzin, es war Mord. Aufgrund der Beweise vermuten die Ermittler, dass Paul das Benzin im Wohnzimmer ausschüttet, während seine Eltern schlafen. Dann setzt er das Zimmer in Brand und alarmiert die Feuerwehr. Hitze und Rauch machen es für seine Eltern unmöglich, lebend aus dem Haus zu fliehen. Paul bestreitet die Vorwürfe vehement. Meine Mutter und mein Vater kennen die Wahrheit und Gott kennt sie. Das ist alles, was für mich zählt. Paul Chemiolo wird festgenommen und des Mordes angeklagt. Eine Freilassung auf Kaution wird abgelehnt. Ich hatte kein Problem, auf Todesstrafe zu plädieren. Ich kann mir auf jeden Fall nichts Niederträchtigeres vorstellen, als die Menschen umzubringen, die einen in die Welt gesetzt haben. Sie sagten, ich hätte versucht, sie zu verbrennen. Das ist schon in Worten schrecklich genug. Die Presse stellt ihn als kaltblütigen Mörder hin, doch seine Familie steht zu ihm. Jeder, der Paul kennt, weiß, dass er so etwas nie machen würde. Er hat seine Eltern sehr geliebt. Sie waren eine liebevolle Familie. Der Junge war gut zu seinen Eltern. Wir waren alle dort, um ihn zu unterstützen und sind alle zu den Anhörungen gegangen. Einige von uns haben ihn sogar besucht. Wir alle glaubten, dass er unschuldig ist. Als der Prozess näher rückt, suchen Paul Chemiolo und sein Verteidigerteam nach einem Beweis, dass das Feuer unbeabsichtigt entzündet wurde. Ich konnte mir nicht erklären, wie das Benzin dahin kam. Es musste eine andere Erklärung für das Benzin in dem Boden geben. Doch welche? Es war keine weitere Person im Haus anwesend. Irgendwer muss das Benzin dort verteilt haben. Nur wer? Und viel entscheidender ist, wann und warum. Die Feuerwehrleute, die zum Haus der Chemiolos gerufen werden, sind alles Freiwillige. Einer von ihnen hat einen ungewöhnlichen Hintergrund. Steve Aveto ist Agent des Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, kurz ATF. Er war Feuerwehrmann in Philadelphia, bevor er zum ATF ging. Er war also jemand, der nicht nur die Akademie kannte. Er war jahrelang in Polizeiarbeit eingebunden. Das ATF ist nicht in die Ermittlungen eingebunden. Doch Steve Aveto ist verblüfft, dass Paul Chemiolo der Brandstiftung angeklagt worden ist. Für ihn ergibt das keinen Sinn. Die Schlussfolgerung schockierte mich. Das hatte ich nicht erwartet. Es erschien mir sehr schwierig zu erklären, dass Benzin in dem Holzboden ist, aber nicht in dem Teppich und der Dämpfung darüber. Und Aveto ist kein bisschen überrascht wegen des Verhaltens von Paul in der Nacht des Feuers. Oft verlassen Personen bei einem Brand das Gebäude auf dem gewohnten Weg. Wenn sie immer durch die Vordertür kommen und gehen, ist es egal, wo sie sich während des Feuers befinden. Sie werden durch die Vordertür hinausgehen. Aveto erzählt den örtlichen Ermittlern, er glaube, das Feuer sei versehentlich entzündet worden. Er wird abgewiesen. Er wurde in den Medien als Brandermittler-Lehrling dargestellt und dass er nicht erfahren und qualifiziert genug ist, seine Meinung zu äußern.
Er wurde von den einheimischen Ermittlern und den Anwälten in diesem Fall wie Dreck behandelt. Als das Verteidigerteam von Steve Evatos Meinung hört, beginnen sie ihre eigenen Ermittlungen. Sie engagieren Richard Roby, einen Brandermittler. Es ist schwierig, weil das Feuer die Beweise vernichtet. Die Ausbreitung eines Feuers ist im Wesentlichen von zwei Haupteffekten abhängig. Das ist die Art der Stoffe, die verbrennen können, und die Ventilation, mit anderen Worten, das Sauerstoffangebot, was diesen für die Flamme benötigt wird. Hinzu kommen noch gewisse Temperatureffekte und eventuell auch Windeinflüsse. Um die Ausbreitung des Feuers bei den Chemiolos zu verstehen, macht Richard Roby einige Tests in einem Modellraum. Alle gewonnenen Daten werden dann in ein Computerprogramm eingegeben. Das ist eine 3D-Software, die einem erlaubt, die Entwicklung und Ausbreitung eines Feuers in einem Gebäude zu simulieren. Die Computersimulation von Brandverläufen sind noch immer ein Gebiet von intensiven Forschungen. Andererseits haben wir heute eine Reihe von Programmen, die sehr zuverlässig Prognosen abgeben, wie sich ein Brand bei vorgegebenen Randbedingungen entwickeln kann. Ich halte diese Computermodelle, sofern es die hochwertige Qualität der Rechenprogramme ist, für ein sehr zuverlässiges und sehr wirkungsvolles Mittel für diese Untersuchungen. Für diese Aufgabe haben Roby und sein Team eine genaue Replika des Hauses der Chemiolos entworfen. Dann werden alle bekannten Daten in den Computer eingegeben. Roby schätzt vorsichtig, dass es mindestens 4,5 Liter Benzins bedarf, um einen Brandfleck der gefundenen Größe zu bekommen. 5 oder 6 Minuten, nachdem Paul Chemiolo die Feuerwehr alarmiert hat, gibt es eine Explosion. Diese Entladung ist das Resultat eines sogenannten Flashover. Ein Flashover entsteht, wenn die Temperaturen im Raum so hoch sind, dass sich Gegenstände im Raum selbst entzünden, ohne direkt mit den Flammen in Kontakt zu kommen. Tatsächlich werden unglücklicherweise jedes Jahr zahlreiche Feuerwehrleute durch Flashovers getötet, denn es passiert rasend schnell. Manchmal ist es sehr schwer, diesen Bedingungen zu entfliehen. Nachdem Roby seine Informationen in das Programm eingegeben hat, entzündet er ein virtuelles Streichholz. Innerhalb von 30 Sekunden füllen heiße Gase den Raum. Innerhalb einer Minute breiten sich Gas und Rauch ins Obergeschoss aus. 3 Minuten nach der Entzündung kommt es zum Flashover im Wohnzimmer. Der ganze Raum versinkt in Flammen. Alles brennt und überall sind heiße Gase. Alles ist komplett unbewohnbar. Doch die Polizistin hat mitbekommen, dass die Explosion erst 5 oder 6 Minuten nach der Alarmierung stattgefunden hat. Das ist für Roby der Beweis, dass das Benzin nicht zum Entzünden des Feuers benutzt wurde. Er hätte es schwer gehabt, zur Haustür zu kommen, ohne in den Flammen zu versinken. Das bewies unser Modell. Wir betrachteten das Brandstiftungsszenario und es gab eine Ungereimtheit nach der anderen. Dann überprüft Roby Paul Chemiolos Version der Geschichte. Paul behauptet, das Feuer sei unbeabsichtigt durch ein Streichholz seiner Mutter entzündet worden. In Minute 1 ist das Feuer ca. 60 cm groß und entwickelt sich. Nach 4 Minuten sind die Temperaturen und der Gasgehalt im Raum verhängnisvoll. Nach 5,5 Minuten kommt es zum Flashover. Jetzt stimmen alle Geschehnisse mit Pauls Version der Ereignisse überein. Es stimmte alles mit dem überein, was Paul Chemiolo sagte, und andere objektive Beweise bestätigten, dass er nichts damit zu tun hat. Ich war entsetzt. Ich fühlte mich bis dahin, als sei ich in meinem eigenen Horrorfilm. Verteidiger Thomas Comita ist ebenfalls überzeugt, dass sein Klient unschuldig ist. Paul hat seine Eltern nicht durch das Feuer getötet.
Er hatte die Aussicht auf die Todesstrafe für ein Verbrechen, von dem wir als Erste überzeugt waren, dass er es nicht begangen hat. Es gab gar kein Verbrechen, es war ein unbeabsichtigtes Feuer. Es ging um hohe Einsätze bei diesem Fall, kein Zweifel. Der Grund für Pauls Anklage ist das Benzin, welches im Holzboden des Wohnzimmers gefunden wurde. Doch Pauls Verteidigerteam steht diesem Fund skeptisch gegenüber. Sie nahmen Proben vom Teppich, von dessen Dämpfung, von einigen Zeitungen und in keiner war Benzin. Es war nur im Holzboden und das ist unbegreifbar. Wie kann man Benzin in einen Wohnraum schütten und es nicht auf den anderen Gegenständen finden, wenn es doch die Ursache des Feuers gewesen ist? Die Verteidigung engagiert John Lentini, einen national anerkannten Brandermittler. Lentini testet die Proben des Holzbodens erneut mit der Atomabsorptionsspektrometrie. Das ist eine Möglichkeit, die Konzentration von Metallen in einer Lösung zu messen. Das Holz wird zuerst in Säure aufgelöst und dann mit Hilfe einer Flamme analysiert. Das Aussehen der Flamme hängt von der Konzentration der einzelnen Elemente in der Lösung ab. In der Probe findet sich ein entscheidendes Element, Blei. Das bedeutet, in Camiolos Holzfußboden ist bleihaltiges Benzin. Doch wie kommt es dazu? Bleihaltiges Benzin wird seit über 15 Jahren nicht mehr verkauft. Ich habe viele schlecht konstruierte Häuser aus den 70er Jahren gesehen, gebaut von Unternehmen, die in Schwierigkeiten steckten. Bodenverleger haben Benzin oft als Verdünner genommen, um Lack besser auftragen zu können. Das ist billiger als mit Qualitätsverdünner. Niemand widerlegte die Tatsache, dass es eine gängige Methode ist, Benzin zur Holzbodenbearbeitung zu nehmen. Ich bin überzeugt, daher kam das Benzin. Das war der Moment, in dem wir sagten, hier ist das letzte Puzzleteil. Mit dem verbleiten Benzin ergibt alles einen Sinn. Das erklärt, warum es da war. Forensische Tests enthüllen auch, wie das Feuer ausgebrochen ist. Wenn eine Zigarette auf ein Polyurethansofa fällt, beginnt es zu schwelen. Fällt auf ein gleichbezogenes Sofa jedoch ein Streichholz, kommt es zu einer Art Explosion. Und Tests beweisen, dass noch ein Punkt in Pauls Argumentation wahr ist. Das Wasser hat das Feuer zusätzlich angefacht. Kaum einer weiß, dass Polyurethan schmilzt. Gibt man Wasser drauf, flammt es auf, wie bei der Zugabe von Fett. Als die Staatsanwaltschaft davon erfährt, führt sie ihre eigenen Tests durch. Sie benutzt den gleichen Stoff, der auch auf dem Sofa der Camiolos gewesen ist. Ich habe ein 3x3 cm großes Stück des Stoffes ausgeschnitten und ein Streichholz darauf fallen gelassen. Es entzündete sich sofort. Von da an wusste ich, dass wir in dem Fall ernsthafte Schwierigkeiten hatten. Und der vermeintliche Brandfleck im Wohnzimmer? Viele glauben ab jetzt, dass es normale Abnutzungsspuren sind. Es ist normal, dass Personen auf dem Teppich hin und her laufen. Wirkt nun Hitze auf den Teppich, durchdringt diese die dünnen Stellen eher als die anderen. Aufgrund dieser überwältigenden Beweise wird die Anklage gegen Paul Camiolo fallen gelassen. In diesem Geschäft gibt es Personen, die dir für die entsprechende Summe Geld alles sagen, was du hören willst. Diese Experten waren nicht so. Und nein, es war nicht hart. Es war ein trauriger Tag, aber es war richtig. Und wenn es richtig ist, dann muss man auch das Richtige tun. Ich behaupte nicht, dass es bösartig oder Absicht war. Ich behaupte, Vermutungen und jahrelange praktische Erfahrungen ließen sie zu dem Schluss kommen, dass es Brandstiftung war. Sie folgten der allgemeinen Wahrnehmung und ignorierten Logik und Wissenschaft. Glücklicherweise siegten Logik und Wissenschaft in diesem Fall. Paul hat 10 Monate für ein Verbrechen im Gefängnis gesessen, das es nie gegeben hat. Es gibt Tage, da kann ich es nicht ertragen, die Fotos meiner Eltern anzusehen.
Dann erinnere ich das Feuer und die darauffolgenden Tage. Wenn du einmal im Gefängnis gewesen bist, kommst du dir manchmal vor, als kennzeichne dich ein scharlachroter Buchstabe. Er war 10 Monate im Gefängnis. Die Zeit und die Freiheit, die man ihm genommen hat, bekommt er nicht mehr zurück. Das war die Zeit, in der er eigentlich um seine Eltern trauern sollte. Stattdessen hat er um sein eigenes Leben gekämpft. John Lentini behauptet, dass Brandermittlung erst auf dem Weg ist, eine zuverlässige forensische Disziplin zu werden. Auf die Frage, ob er stolz sei, Recht gehabt zu haben, gibt Steve Evato erwartungsgemäß keine Antwort. Seine Kollegen sprechen für ihn. Seine Courage wurde später durch einen befreundeten Brandermittler beschrieben. Als ihn die International Association of Arson zum Ermittler des Jahres machte, stand er auf und bekam später von allen Seiten enormen Druck, weil er sagte: "Einen Moment, Freunde, ich glaube nicht, dass wir hier eine Brandstiftung haben." Eine Mutter von 2 Kindern wird vermisst. Wenige Tage später wird ein enger Freund und Mitarbeiter von ihr bei einem mysteriösen Unfall getötet. Einige Leute vermuten eine Verbindung. Doch erst 20 Jahre später, nach der Exhumierung einer Leiche, enthüllt Wissenschaft die Wahrheit. Es ist Winter in Ohio. Der Charles Mill Lake liegt verschlafen da. Doch im Sommer ist hier Leben, Boote fahren und Kinder spielen im Sand. Leroy und Melody Bruce erinnern sich gern an diese Tage. Wir fuhren mit dem Pontonboot raus. Ich erinnere mich, wie ich vorn gelegen habe. Mit den Händen im Wasser haben wir Blätter und Insekten gefangen. Wer konnte am meisten aus dem Wasser fischen? Melodys Stiefvater Larry Bruce arbeitet als Fahrer für Roadway Trucking. Judy ist Hausfrau. Meine Mutter war introvertiert. Sie hatte wenig soziale Kontakte wegen ihrer Sprachbehinderung. Die Leute verstanden schlecht, was sie sagte. Die Sprachbehinderung, das Resultat einer Gaumenspalte, macht Judy unsicher. Erst eine korrigierende Operation ändert ihr Leben. Sie machte ihren Führerschein, bekam ein Auto und einen Job als Haushälterin im Mansfield Memorial Hospital. Dort fand sie auch Freunde. Judy liebt ihren Job. Doch am 2. November 1978 ist sie zu krank, um zur Arbeit zu gehen. Sie war am Tag zuvor schon krank und fühlte sich nicht gut. Als ich angezogen aus meinem Zimmer kam, stand die Tür einen Spalt weit auf. Ich schaute in das Zimmer meiner Eltern und sah sie auf dem Bett liegen. Die Kinder gehen zur Bushaltestelle. Ihr Vater verlässt mit ihnen das Haus und fährt zur Arbeit. Als die Kinder von der Schule kommen, ist ihre Mutter nicht da. Mein Bruder war schon zu Hause. Als ich kam, fragte er, ob ich wüsste, wo Mutter ist. Als Larry von der Arbeit nach Hause kommt, ist er ebenfalls besorgt und meldet Judy bei der Polizei als vermisst. Es schien, als fehlte nur Mrs. Bruce und ihre Kleidung, die sie trug. Ihr Auto und ihre Brieftasche waren noch da, auch ihre Medikamente waren noch da. Es gibt keine Anzeichen für gewalttätiges Eindringen oder einen Kampf. Wir riefen die Behörden an, um zu prüfen, ob sie eventuell ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Sie war nicht zur Arbeit erschienen, niemand hatte sie gesehen. Freunde, Familie, niemand. Nach einer langen Nacht macht die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Die Polizei strömte förmlich in unser Haus, als ich gerade am Waschbecken stand und Geschirr spülte.
Sie sagten, sie hätten meine Mutter gefunden, doch sie sei tot. Ihre Leiche wird an einem abgelegenen Campingplatz in der Nähe eines kleinen Baches gefunden. Wenige Meter davor verläuft eine frisch gepflasterte Straße. Judy trägt noch ihren Pyjama und ist in eine Decke eingewickelt. Ihre Füße waren makellos sauber. Das war eine bedeutende Tatsache und ließ uns annehmen, dass sie nicht dort getötet worden ist. Im Polizeiverhör behauptet Larry Bruce, dass seine Frau den Tag im Bett verbringen wollte, da sie krank gewesen sei. Außerdem wisse er nicht, wohin sie gegangen sein könnte. Die Kinder geben ihm ein Alibi, indem sie bestätigen, dass er mit ihnen an dem Morgen das Haus verlassen hat. Larrys Arbeitgeber sagt aus, er sei pünktlich zur Arbeit erschienen. Er hielt an dem Tag seinen Zeitplan ganz genau ein, nichts Außergewöhnliches. Er hatte gar keine Zeit, den Mord zu begehen. Den Beamten fällt auf, dass Larry Dreck unter den Schuhen hat. Stammt die Erde womöglich aus der Gegend, in der Judys Leiche gefunden worden ist? Die Bodenproben werden zur Analyse ins Labor geschickt. Ein erster Untersuchungsschritt ist das Sieden der gefundenen Bodenproben. Die Schwierigkeit bei der Auswertung liegt darin, dass sich zahlreiche Erdreste aus verschiedenen Gegenden und nicht nur die vom Fundort unter dem Schuh vermischen. Es ist ja nicht so, dass ein Täter mit den Stiefeln am Tatort erscheint, dort irgendwo Bodenantragungen angetragen werden und dann wieder verschwindet, sondern in der Regel bewegt sich ein derartiger Stiefel vom Punkt A nach Punkt B. Das heißt, man hat eine zeitliche Abfolge, in der einerseits vom Punkt A Bodenmaterial angetragen werden kann, beziehungsweise andererseits im Verlaufe dieser Bewegung nahe oder am Punkt B eine völlig unterschiedliche Bodenantragung vorkommen kann, die wir dann im Labor getrennt asservieren können und auch getrennt analysieren können. Dennoch bleiben die Analysen im Fall Bruce ergebnislos. Die Leiche von Judy Bruce kommt zur Autopsie nach Cuyahoga County. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass es Mord war. Der abschließende Bericht des Coroner nannte als Todesursache Erstickung. Sie war also tatsächlich erwürgt worden. Die Bestimmung der Todeszeit ist schwierig. Die Experten vermuten jedoch, dass Judy wenige Stunden nachdem Larry und die Kinder das Haus verlassen haben, getötet wurde. Die Autopsie ergibt zudem, dass Judys Blase leer ist. Eine Person, die durch Ersticken stirbt, leert ihre Blase unfreiwillig. Doch im Park neben der Leiche finden die Ermittler keinen Urin. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Judy nicht am Fundort getötet worden ist. Interessanterweise erzählen die Kinder der Polizei, dass sich Larry kurz nach Judys Verschwinden über schmutzige Bettlaken beschwert hat. Ich kann mich erinnern, dass er Bettlaken in den Müll warf. Ich fragte ihn, warum er das verbrennen wolle. Er antwortete, der Hund hat darauf uriniert. Als die Polizei davon erfährt, beschlagnahmen sie sofort die Überreste des Bettzeugs aus dem Elternschlafzimmer. Da waren einige Blutspritzer auf den Kopfkissen und es gab einige unbekannte Flecken auf anderen Decken. Doch die zu dieser Zeit zur Verfügung stehenden Tests können nicht bestimmen, von wem das Blut und der Urin stammen. Mit der damaligen Technik konnte man noch nicht herausfinden, ob es von Tieren oder Menschen kommt. Das Einzige, was wir bestimmen konnten, war die Blutgruppe. Doch in diesem Fall konnten wir nicht einmal das bestimmen, weil die Probe zu klein war. Im Kofferraum von Larrys Auto finden die Ermittler nur einige Eichenblätter, sonst nichts. Sie hatten nur wenige Spuren und diese wenigen Spuren konnten vom damaligen Stand der forensischen Wissenschaft noch nicht genutzt werden. Nur ein paar Tage später gibt es einen weiteren Todesfall in Mansfield. Einer von Judys Kollegen, James Isaac, kommt bei einem Autounfall ums Leben. Dann macht Larry Bruce eine überraschende Enthüllung. Er erzählt der Polizei, Isaac habe eine Affäre mit Judy gehabt.
Larry beschuldigt Isaac, erst Judy und dann sich selbst umgebracht zu haben. Bruce deutete an, dass Isaac verantwortlich ist für den Tod von Judy und sich dann aus Schuldgefühl selbst getötet hätte. Doch nichts kann die Behauptungen von Larry bekräftigen und deshalb bleibt er im Fokus der Ermittlungen. Letztlich haben wir beschlossen, nicht auf eine Anklage zu drängen, denn zu diesem Zeitpunkt war alles, was wir hatten, Indizienbeweise. Zeit geht ins Land und langsam wandert der Mord an Judy Bruce zu den Akten der ungelösten Fälle. Ich habe den Fall nie vergessen. Ich fuhr öfters an ihrem Haus vorbei und auch bei Roadway Trucking. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Disponenten von Roadway Trucking. Ich fragte ihn, ob Larry jemals etwas über den Fall gesagt hat. Er hat noch einige Jahre nach dem Mord dort gearbeitet. Daraufhin bekam ich das Feedback, dass er damit geprahlt hat, das perfekte Verbrechen begangen zu haben und davongekommen zu sein. Ein Jahr nach dem Mord an Judy heiratet Larry Bruce erneut. Das junge Paar lebt in dem Haus in Mansfield. Die nächsten 20 Jahre bleibt der Fall ungelöst. Erst dann nimmt eine neue Ermittlergruppe den Fall noch einmal genauer unter die Lupe. Im Jahr 2000 hat die Polizei von Mansfield 17 ungelöste Mordfälle. Die Verantwortlichen werden langsam ungeduldig. Deshalb startet die Staatsanwaltschaft Maßnahmen, die bereits auch andere Gemeinden veranlasst haben. Wir baten den County Commissioner um $25,000, damit wir eine Cold Case Unit bilden können, die ungelöste Fälle bearbeitet. In den USA gibt es spezielle Einheiten, die alte Fälle nochmal aufarbeiten. In Deutschland nicht, aber die Ermittler bleiben eigentlich dran. Und was wir häufiger haben, ist, dass die Fallanalytiker oder Profiler nochmal bei alten, ungeklärten Fällen rangeholt werden, das Ganze nochmal aufrollen, auswerten und gucken, ob sie neue Ermittlungsansätze finden. Und da wurde schon so mancher alte Fall nochmal neu angegangen und es konnte der Täter auch ermittelt werden. Der Mord an Judy Bruce ist der erste Fall, den sich die neue Einheit ansieht. 20 Jahre sind seit der Tat vergangen. Einige Ermittler haben damals vermutet, ihr Mann Larry hätte die Tat begangen. Doch sie konnten es ihm nicht nachweisen. Die Cold Case Unit beginnt ihre Ermittlungen mit den Eichenblättern, die in Larry Bruce Kofferraum gefunden worden sind. Es gab die Theorie, dass beim Öffnen des Kofferraums und dem Herausnehmen der Leiche Eichenblätter in den Cadillac gefallen sind. Der Fernsehbericht über einen Mordfall bringt den Ermittlern einen neuen Ansatz. Ich habe abends eine Folge Forensic Files gesehen. Da wurde ein Fall aus Arizona durch Pflanzen-DNA gelöst. Der Hauptbeweis der Ermittlung war eine Samenhülse, die auf der Autoladefläche des Verdächtigen gefunden wurde. Durch eine DNA-Analyse konnte die Hülse einem Palo Verde-Baum zugeordnet werden, der am Fundort der Leiche stand. Unter einem genetischen Fingerabdruck versteht man die Sichtbarmachung des genetischen Materials in Form von DNA-Bruchstücken, die dann nach einer Elektrophorese in Form eines Bandenmusters erkennbar sind, ähnlich einem Barcode im Supermarkt. Das heißt, im Prinzip funktioniert die Analyse von Pflanzen-DNA genauso wie beim Menschen. Es ist also eine genaue Zuordnung zur Herkunft möglich. Im direkten Vergleich in einer Rapid-Analyse ist es durchaus möglich, eine bestimmte DNA, gewonnen aus einer einzelnen Frucht, einem bestimmten Organismus aus einer Auswahl, aus einer Population von mehreren hundert, von mehreren tausend, ganz konkret zuzuordnen. Das ist die Frucht, die von diesem Baum kommt. Detective Reinbold wendet sich an die Pioniere dieser neuartigen Pflanzen-DNA-Analyse. Er will wissen, ob das Eichenblatt aus Larrys Kofferraum von einem Baum stammt, der in der Nähe von Judys Fundort steht. Ich ging zum Campingplatz und wollte sehen, ob da schwarze und rote Eichen wachsen. Es gab ein paar wenige von ihnen rechts oben an der Straße. Unglücklicherweise sind zu viele Jahre vergangen, sodass die Wissenschaftler die Eichenblatt-DNA nicht mehr untersuchen können. Dennoch geben die Ermittler nicht auf.
Sie beschließen, die unbekannten Flecken vom Bett zu untersuchen. Eine DNA-Analyse, die es 1978 noch nicht gab, findet heraus, dass es Sperma ist. Der eine Fleck trägt Larrys DNA, der andere nicht. Als Judy ermordet wird, behauptet Larry, sie habe eine Affäre mit James Isaac gehabt, der kurz darauf bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Um überprüfen zu können, ob es Isaacs DNA ist, beantragen die Ermittler die Exhumierung des Verstorbenen. Als Isaacs DNA mit dem nicht identifizierten Samen von der Elektrodecke verglichen wurde, gab es keine Übereinstimmung. Der Samen blieb nicht identifiziert. Die Ermittler finden zudem keinerlei Beweise, dass James Isaac und Judy Bruce mehr waren als nur Bekannte. Als nächstes bitten die Ermittler Dick Bisping, einen forensischen Geologen, den Dreck von Larrys Schuhen zu untersuchen. Zur Analyse benutzt er ein Polarisationsmikroskop. Das ist, als wenn man durch Sonnenbrillen schaut und das Licht manipuliert. Man sieht verschiedene optische Eigenschaften jedes einzelnen Mineralkörnchens. Ihr Erscheinungsbild, ihre Farbe, ihre optischen Eigenschaften helfen uns, das Mineral zu identifizieren. Die Erdreste von Larrys Schuhen stimmen nicht mit denen von Judys Fundort überein. Doch das polarisierende Licht enthüllt eine wichtige Spur. Dieses hell gefärbte Mineral. Die Erde von den Schuhen enthielt Kalkspat, also Calciumcarbonat, und das gibt es in Kalkstein. Dieses Material wird oft für Straßenbeläge verwendet. In der Nähe von Judys Leichenfundort gibt es eine Straße. Diese ist nur einen Tag vor ihrem Tod mit neuem Kalkstein gepflastert worden. Das ist die erste Verbindung zwischen Larry Bruce und dem Fundort der Leiche. Als nächstes schicken die Ermittler die Kofferraumverkleidung von Larrys Cadillac und die Decke, in die das Opfer eingewickelt war, zur Analyse. Wir haben nach einem Beweisstück gesucht, das die Leiche von Mrs. Bruce oder die Decke, in der sie eingehüllt war, mit dem Kofferraum von Mr. Bruce oder dem Innenraum seines Autos in irgendeiner Weise verbindet. Kriminaltechniker Curtis Jones benutzt Klebestreifen, um lose Fasern von der Decke zu sammeln. Unter einem Vergleichsmikroskop analysiert er, ob sich Fasern ähneln. Die drei verschiedenen Fasertypen, aus denen die Kofferraumverkleidung war, fanden sich auch auf der Decke. Doch stimmen die Fasern aus Larrys Kofferraum tatsächlich mit denen von der Decke überein? Um das herauszufinden, macht Jones die sogenannte Photometrie. Diese Technologie gab es 1978 noch nicht. Mithilfe der Photometrie wird die Färbung einer Faser bestimmt und damit ihr Spektrum, ihr Farbspektrum erhalten, was teilweise sehr charakteristisch ist, weil die Färbungen, wenn es sich um hochwertige handelt, in der Regel chargenmäßig angesetzt werden. Das Ergebnis? Die drei gefundenen Fasern von der Decke sind aus Kunstseide und die Fasern aus dem Kofferraum sind ebenfalls aus Kunstseide. Beweise lügen nicht. Wissen Sie, in den meisten Fällen gibt es zwei Seiten einer Geschichte. Doch die einzig wahre Geschichte erzählen die Beweise. 20 Jahre nach dem Tod von Judy Bruce wird ihr Mann Larry des Mordes angeklagt. Der erste Zeuge der Anklage ist Sohn Leroy. Er erinnert sich, am Morgen des verhängnisvollen Tages ins Elternschlafzimmer gegangen zu sein, um sich eine Unterschrift für die Schule zu holen. Ich wartete, während er die Erklärung unterschrieb, und sie bewegte sich nicht. Ich bin mir sicher, Mutter hätte sich aufgerichtet, um zu sehen, was los ist.
Die Ankläger vermuten, dass Judy zu diesem Zeitpunkt schon tot gewesen ist. Nachdem Larry die Kinder zur Schule geschickt hat, wickelt er Judys Leiche in eine Decke und legt sie in den Kofferraum seines Autos. Als er zur Arbeit fährt, winkt er den Kindern an der Bushaltestelle zu, in der Hoffnung, dadurch sein Alibi zu festigen. Dann fährt er direkt zur Arbeit. Erst nach der Arbeit hält er an einem abgelegenen Campingplatz und entsorgt die Leiche seiner Frau. Die Fasern von Larrys Kofferraumverkleidung werden auf die Decke übertragen, in die Judy eingewickelt ist. An Larrys Schuhen sammeln sich Kalkspartteilchen von der neu asphaltierten Straße. Diese werden erst 20 Jahre nach dem Verbrechen von aufmerksamen Wissenschaftlern entdeckt. Die Ankläger waren in der Lage, alles aufzulisten und alles zu erklären. Sie haben für die Spuren, die übrig geblieben sind, moderne Forensik eingesetzt und alles herausgezogen, was wir jetzt wissen. Staatsanwalt Mayer spart sich seine wichtigste Zeugin bis zum Schluss auf. Von meinem 5. Lebensjahr bis zu meinem 14. hat Larry mich sexuell belästigt. Wenn ich etwas wollte, sagte er zu mir, ich müsste erst etwas für ihn tun. Melody ist Larrys Stieftochter. Sie präsentiert Beweise, dass ihre Mutter von den Vorgängen wusste und Larry deswegen ein Motiv hatte, sie zum Schweigen zu bringen. Als sie noch ein kleines Mädchen war, noch vor dem Tod ihrer Mutter, hat ihr Vater sie im Schlafzimmer belästigt. Zufällig ist ihre Mutter ins Zimmer gekommen und hat alles gesehen. Sie war wütend auf Larry Bruce. Ein bösartiger Streit entbrannte, sehr laut, mit Flüchen. Der Angeklagte Larry Bruce war so aufgepeitscht, dass er nach seiner Frau schlug, sie jedoch verfehlte, die Wand traf und sich seinen Arm brach. Die Verteidigung präsentiert keine Zeugen und argumentiert, dass die Anklage Larrys Schuld nicht ohne jeden Zweifel beweisen kann. Betrachten Sie alles ganz genau, das ist ein Indizienprozess. Die Geschworenen beraten weniger als 2 Stunden. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Larry Bruce des Mordes für schuldig. Ich kann es nicht glauben. Es ist irgendwie passiert. Larry Bruce wird zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich war froh, dass er verurteilt worden ist, obwohl ich eigentlich am liebsten nicht dabei gewesen wäre. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das alles passiert ist. Nach mehr als 20 Jahren haben altmodische Polizeiarbeit und moderne Wissenschaft Judys Familie zu ihrem Recht verholfen. Die forensischen Beweise waren in diesem Fall sehr entscheidend. Ohne sie hätten die Geschworenen den Angeklagten wahrscheinlich freigesprochen. Wenn ich in eine Zeitmaschine steigen und ins Jahr 1978 zurück könnte und ich den Ermittlern von damals die Methoden von heute zeigen könnte, es würde ihre Vorstellungskraft übersteigen. Was kann ein Schädel über das Leben eines Menschen erzählen? Können Knochen verraten, wie er gestorben ist? Eine forensische Künstlerin, ein Anthropologe und ein Satellitensystem enthüllen mehr über ein Opfer, als sonst jemand weiß. Der Yellow House Canyon ist ein sehr raues Terrain außerhalb der Stadt von Lubbock, Texas. 1870 haben hier die Comanchen Gefangene gegen Pferde eingetauscht. 125 Jahre später wird die Gegend wegen etwas anderem bekannt. Jäger finden einen menschlichen Schädel. Man bearbeitet es wie einen Tatort, als wäre ein Mord geschehen. In der Nähe des Schädels liegen Kleidungsfetzen und ein Frauenschuh. Als die Polizei den Boden durchsiebt, findet sie kleinere Knochen und eine Haarsträhne. Dr. Harold Gill King ist forensischer Anthropologe.
Er schätzt, dass die Knochen seit über einem Jahr den Elementen ausgesetzt sind. Ein Knochen ist das sogenannte Kreuzbein. Es verrät, dass das Opfer weiblich ist. Die Form des Kreuzbeins einer Frau ist charakteristisch. Es ist viel mehr aufgeweitet. Das ist ein angeborener Unterschied zwischen Frauen, die gebären, und Männern, die das nicht tun. Die Form des Schädels verrät, das Opfer ist kaukasischer Herkunft. Da die Schädelnähte noch nicht ganz geschlossen sind, muss das Opfer zwischen 18 und 24 Jahre alt gewesen sein. Die Schädelnähte sind im Fetalalter offen. Auch die Schädelknochen sind dann noch weich. Die Schädelnähte ermöglichen das Wachstum des Schädels im Kindes- und Jugendalter. Und erst mit Erreichen des Erwachsenenalters schließen sich dann in einer unregelmäßigen Zeitfolge schließlich diese Nähte, das heißt, wir sprechen von einer Verknöcherung. Dr. Gil King findet auch Anzeichen für Messerverletzungen. Wir haben eine am Schulterblatt, 6 an den Wirbeln und dann noch einmal 4 oder 5 andere, insgesamt also 12 oder 13 Verletzungen, die wir entdeckten und in einer Skizze festhielten. Für Dr. Gil King ist die Todesursache mörderische Gewalt. Als öffentlich bekannt wird, dass eine junge Frau im Yellowstone Canyon ermordet worden ist, kommen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Frau kam und sagte, ihr Mann hätte es getan, er sei ein Messerfreak. Und ganz nebenbei, wir haben morgen einen Sorgerechtsstreit, können Sie mir von dem Bericht eine Kopie für meinen Anwalt machen? Die Ermittler überprüfen die Zahnunterlagen von 64 verschwundenen Frauen aus den USA. Ohne Erfolg. Dann bitten sie Karen Taylor, eine forensische Künstlerin, dem Schädel ein Gesicht zu geben. Selbstverständlich ist es eine Art letzter Versuch, wenn ein forensischer Künstler beauftragt wird. Der Job des Künstlers ist es, Interesse zu wecken, eine Verbindung zu schaffen. Ich bin oft als eine Art Mittlerin beschrieben worden. Zu dem Zeitpunkt war sie meine größte Hoffnung. Eigentlich war sie meine einzige Hoffnung. Wir konnten selbst nichts mehr tun. Taylor hat eine Technik entwickelt, die sich zweidimensionale Gesichtsrekonstruktion nennt und halb Wissenschaft, halb Kunst ist. Jedes Gesicht hat unterschiedliche Weichteilschichtdicken. Professor Richard Helmer ist einer der Pioniere in Sachen Gesichtsrekonstruktion. Von ihm stammen die weltweit verwendeten Werte für die Schichtdicken der beiden Geschlechter in den verschiedenen Altersklassen. Für die Gesichtsrekonstruktion habe ich eine Untersuchung gemacht, die sich auf 34 Messpunkte am Schädel erstreckte, für alle Altersgruppen und für beiderlei Geschlechts. Und diese Weichteilwerte sind natürlich eine ganz entscheidende Grundlage für die Formen der Weichteile auf dem Schädel. Karen Taylor verwendet die Werte von Professor Helmer für die Rekonstruktion ihres Gesichtes. Die Weichteildicke variiert in unseren Gesichtern. Fühlen Sie Ihr eigenes Gesicht. Es ist an der Wange dicker als am Kinn und noch dünner ist es an der Stirn. Wir schneiden also Gummistifte zu Markern und die helfen uns dann als Richtlinien, die Konturen des Gesichts zu kreieren. Dann fotografiert Taylor den Schädel und legt ein Stück transparentes Velinpapier über die Aufnahme. Mit ihrem künstlerischen Talent und anhand wissenschaftlicher Richtlinien illustriert sie die hervorstechenden Gesichtszüge. Der durchschnittliche menschliche Augapfel misst 2,5 cm. Er ist gerade so groß wie ein 25-Cent-Stück. Zum Zeichnen lege ich mir also einfach diesen Quarter mitten in die Öffnung und male drumherum. Nase und Ohren sind etwas schwieriger, denn sie sind aus Knorpel und verwesen. Doch Forschung hat bewiesen, dass die Nase einer kaukasischen Frau, grob geschätzt, 0,5 cm rechts und links von der Nasenhöhle ansetzt. Die Nase fiel mir auf, denn ich konnte eine Asymmetrie an der Nasenöffnung erkennen.
Sie verlief leicht zu einer Seite. Und aus meiner Erfahrung wusste ich, dass sich das wahrscheinlich auch im Leben gezeigt hatte. Die Ermittler haben eine rote Haarsträhne gefunden, die Taylor für sich als Orientierung nimmt. Das war ein guter Hinweis für mich. Ich interpretierte es als nicht ganz blond und nicht ganz dunkel, irgendwo in der Mitte. Bei der Augenfarbe entschied ich mich ähnlich. Als die Zeichnung fertig ist, wird sie an die Medien in Texas verteilt. Die Ermittler hoffen, dass sich jemand an das Gesicht erinnert. Es ist ein Tag wie jeder andere im Leben von Beverly Tillery. Sie trinkt ihren morgendlichen Tee und überfliegt die Zeitung, bevor sie zur Arbeit geht. Dann entdeckt sie die forensische Zeichnung der unbekannten jungen Frau. Wenn Sie die Bilder meiner Kinder sehen, erkennen Sie, dass alle denselben Kieferverlauf und dieselbe Wangenstruktur haben. Ein bisschen quadratisch. Beverly ist überzeugt, dass die Zeichnung ihre 17-jährige Tochter Belinda zeigt, die seit einem Jahr vermisst wird. Sie zeigte mir die Zeitung und fragte, ob das Belinda sei. Und wissen Sie, je länger ich auf das Bild schaute, desto klarer wurde mir, ja, das hat eine Menge von ihr. Zahnunterlagen bestätigen, was die Familie vermutet. Es ist der Schädel von Belinda. Zur Zeit ihres Verschwindens arbeitet Belinda als Tänzerin in einem Nachtclub. Besitzer der Bar ist eine Bande namens Bandidos. Das ist eine geächtete Motorradgang. Die stecken überall mit drin. Die Besucher dieser Clubs sind ähnliche Leute. Die Tatsache, dass Belinda Tillery da arbeitete, bedeutete nichts Gutes. Nachdem ich Belindas Namen erfahren hatte, bin ich in die Bar gefahren. Ich wollte sehen, ob mir jemand etwas über sie erzählen kann. Ich brauchte mehr als nur einen Namen für meinen 30-Zeilen-Bericht. Doch niemand im Club will Auskunft geben. Der Ticketverkäufer kannte niemanden mit dem Namen Belinda. Das war schon finster. Doch dann kam eine Frau von hinten, ebenfalls eine Mitarbeiterin in der Einrichtung, und sagte dasselbe, in einer noch deutlicheren Art und Weise. Laut Belindas Familie hat sie in der Nacht ihres Verschwindens im Club getanzt. Ihr Bruder hat sie danach mit nach Hause genommen. Als ich das letzte Mal mit meiner Schwester sprach, fühlte sie sich nicht wohl. Ich vermutete, sie geht schlafen, wie ich auch. Ich hatte ein paar Bier getrunken und fühlte mich ganz gut und ging hoch, um mich hinzulegen. Doch am nächsten Morgen ist Belinda verschwunden, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Ihre Familie erzählt der Polizei, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat. Sie wollte nicht krank werden, deshalb brachten wir sie zum Arzt und der fand heraus, dass sie schwanger ist. Ganz am Anfang, erste Woche oder so. Sie war sprachlos. Doch das war der Grund, warum sie sich ändern und eine Tochter sein wollte, wie ihre Mutter sie erzogen hatte. Belinda will in die Schule zurück, ihren Abschluss machen, einen besser bezahlten Job finden und ihr Kind großziehen. Belindas Mutter vermutet, dass Ex-Freund Troy Armstrong der Vater des Kindes ist. Er trank zu viel und war deutlich älter. Er war 10 Jahre älter als sie. Ich war nicht wirklich einverstanden mit ihm. Er war älter als ich, das darf nicht sein. Doch natürlich wollte ich Belinda nicht offen kritisieren und sagte, wow, was denkst du dir? Er hatte eine lange Liste kleiner Verbrechen. Er lebte in seinen Autos, wohnte bei Freunden und nahm Drogen. Als die Beamten Armstrong verhören wollen, erfahren sie, dass er die Stadt vor Monaten verlassen hat. Er war angemeldet und lebte in Roswell, New Mexico. Ich fuhr nach Roswell und suchte 2 Tage nach ihm, konnte ihn aber nicht finden. Doch sie finden seine gegenwärtige Freundin, Angela Allen. Sie sagte, sie liebt ihn, doch als sie eine Weile zusammenlebten, wurde er immer öfter beleidigend. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er sie auch ein paar Mal geschlagen. Angela sagt aus, sie wisse alles über Belinda.
Ich hatte einige Anrufe von ihr auf dem Anrufbeantworter. Einer beinhaltete, dass sie schwanger ist und dass sie mit ihm darüber reden will. Angela berichtet der Polizei, dass sie und Armstrong Belinda kurz vor ihrem Verschwinden zufällig in einer Bar getroffen haben. Es ist zu einem Streit gekommen. Sie wollte ihn sehen, um zu klären, dass sie das Kind selbst großzieht, dass es zu ihr gehört. Dann berichtet Angela der Polizei, dass sie die Beziehung zu Armstrong beendet hat, als sie erfuhr, dass Belinda schwanger ist. Ich sagte ihm, dass er mit ihr sprechen müsste. Wenn sie abtreiben wollte, müsste er es bezahlen. Will sie es behalten, müsste er sie unterstützen. Ganz egal, wie ihre Entscheidung war, er musste ein Teil davon sein. Er musste ihr helfen und sich um das Problem kümmern, das er jetzt hatte. Ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er sollte nur aus meinem Leben verschwinden. Angela übergibt der Polizei einige persönliche Dinge von Armstrong, die er zurückgelassen hat. Darunter ein langes Messer. Die Ermittler fragen die forensischen Wissenschaftler, ob das womöglich die Mordwaffe ist. Die Antwort ist, vielleicht. Meiner Erfahrung nach wagen sich die Leute etwas zu weit aus dem Fenster, wenn sie versuchen, ein bestimmtes Messer einer bestimmten Verletzung zuzuordnen. Mit der Zeit neigen Knochen dazu, sich zu verziehen, und Wunden ändern sich ein bisschen. Nichtsdestotrotz wollen die Ermittler Troy Armstrong finden und ihn fragen, was er über das Verschwinden von Belinda Tillery weiß. Die forensische Künstlerin Karen Taylor hat dem Schädel vom Yellowstone Canyon ein Gesicht gegeben. Es ist das der 17-jährigen Belinda Tillery. Ihr 27-jähriger Ex-Freund Troy Armstrong steht unter dringendem Mordverdacht, ist jedoch verschwunden. Angela Allen war mit Armstrong nach Belinda zusammen und hilft der Polizei nur widerwillig. Ich musste 2 oder 3 Mal mit Angela reden. Bei jedem Gespräch bekam ich ein bisschen mehr Informationen. Ich wusste, als ich ihnen beim 2. Mal geholfen habe, dass ich mich selbst in Gefahr bringe. Dann erzählt Angela den Ermittlern etwas Interessantes. Als Armstrong erfährt, dass Belinda schwanger ist, fährt er mit ihr in den Yellowstone Canyon zum Campen. Dort will er mit ihr über die Schwangerschaft reden. Angela behauptet, er habe sich merkwürdig verhalten, als er zurückgekehrt ist. Er tauchte bei seiner Rückfahrt vor meiner Tür auf. Er hatte Blut und eine Schnittverletzung an seiner Hand. Armstrong behauptet, er habe sich versehentlich geschnitten. Es gab keinen Grund für mich, das nicht zu glauben. Jemandem hat er angedeutet, dass er sie getötet hat. Man hat den Leichenfundort und er hat Blut an den Händen, was offensichtlich bedeutet, dass er sie nicht erschossen hat. Es musste ein gewalttätiger Angriff mit etwas wie einem Messer gewesen sein. Er hat mit der Sache ganz schön angegeben. Er hat kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass er sie getötet hat. Als Angela Allen erfährt, dass Belindas Leiche im Yellowstone Canyon gefunden worden ist, kennt sie die Hintergründe. Das Erste, was mir über die Lippen kam, war, er hat sie tatsächlich getötet. Das passte. Alles ist wahr geworden. Und es hätte auch mich, meine Familie, jeden treffen können. Da die Indizien mehr als ausreichen, beantragt die Polizei einen Haftbefehl. Doch wo ist Troy Armstrong? Angela Allen erzählt der Polizei, dass Troys bester Freund bei einer Transportfirma in Kalifornien arbeitet. Ich wollte sicher gehen, dass sie ihn kriegen. Das war mir sehr wichtig. Die Ermittler fragen in der Firma nach dem Aufenthaltsort von Troys Freund. Glücklicherweise wissen sie exakt, wo er sich befindet, denn jeder LKW der Firma ist mit einem Global Positioning System, kurz GPS, ausgerüstet. Als Detective Watson hörte, dass der Truck GPS hat, ging es ihm wie mir. GP, was? GP what? Was ist das? What does that do?
24 Satelliten im All verfolgen Fahrzeuge wie zum Beispiel Boote und auch Flugzeuge, die mit einem GPS-Empfänger ausgestattet sind. Das ist, als wenn man am Weg Brotkrumen liegen lässt. Auf der Karte kann man Punkte sehen, die das Fahrzeug passiert hat. Das GPS-System lokalisiert den fahrenden LKW von Troys Freund auf seinem Weg durch Alaska. Ich bekam die Informationen in Echtzeit am Telefon. Ich informierte die Nebraska Highway Patrol über die Ermittlungen und fragte sie, ob sie den Truck ausfindig machen könnten, wenn er York, Nebraska erreicht. Nach wenigen Stunden errichtet die Polizei eine Straßensperre und stoppt den Truck. Sie fragen den Fahrer nach dem Verbleib von Troy Armstrong. Zu ihrer großen Überraschung finden sie Armstrong, versteckt in der Schlafkabine des LKWs. Ich hatte keine konkreten Beweise, doch ich wusste, dass ein Bekannter von diesem Fahrer war. Er war seit einiger Zeit mit ihm unterwegs. Troy Armstrong wird verhaftet und des Mordes an Belinda angeklagt. Er hat diese kleinen Augen, die einem Unbehagen bereiten. Er sah aus wie eine Ratte, roch wie eine Ratte, er ist eine Ratte. An ihm stand Ratte von Anfang an dran. Armstrong beharrt darauf, nichts mit dem Mord an Belinda zu tun zu haben. Doch unter seinen Besitztümern findet sich ein Schlüssel zu einem Lagerraum. Im Innern des Raumes finden sich persönliche Gegenstände von Belinda. Das waren persönliche Dinge von ihr, die sie höchstwahrscheinlich in der Nacht des Mordes bei sich hatte. Ihr Führerschein und andere Dinge, die sie nach der Arbeit im Nachtclub mit sich geführt haben müsste. Die Ankläger vermuten, dass Armstrong kein Interesse hat, Belinda und ihr Baby zu unterstützen. Er ist vielmehr wütend, dass Angela Allen die Beziehung zu ihm beendet, als sie von der Schwangerschaft erfährt. Die Staatsanwälte finden heraus, dass Armstrong sich bei einem Freund Schlafsäcke und Camping-Equipment leiht. Dann fragt er Belinda, ob sie mit ihm zum Campen fährt. Spät am Abend holt er das Mädchen von zu Hause ab und fährt mit ihr zum Yellowstone Canyon. Dort, vermuten die Ankläger, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die forensischen Beweise belegen, dass Belinda mindestens 12 Mal mit einem Messer attackiert worden ist und deshalb im Yellowstone Canyon gestorben ist. Auf dem Heimweg fährt Armstrong bei Angela vorbei und behauptet, er habe sich in die Hand geschnitten. Troy Armstrong ist ein extrem gewalttätiger Mensch. Er ist jemand, der keine Reue kennt. Er verletzt ein schwangeres Mädchen 12 bis 15 Mal mit einem Messer und lässt sie dann im Gras liegen. Im Prozess enthüllt Angela Allen eine erschütternde Information. Er erzählte mir, dass er sie getötet hat. Und wenn ich jemals etwas sagen würde, zum Beispiel über das Blut an seinen Händen, dann würde er meine Kinder und meinen Vater auch töten. Nach 4 Tagen Prozess und nur 2 Stunden Beratung wird Troy Armstrong des Mordes für schuldig gesprochen. Meine letzte Forderung war, geben Sie ihm lebenslänglich, denn es gibt nichts Anständiges an ihm. In weniger als einer Stunde kamen Sie mit lebenslänglich zurück. Ich denke, das sagt eine Menge über Troy Armstrong. Angela Allen findet die Strafe für 2 Morde zu gering. Ich denke, er hätte die Todesstrafe bekommen müssen, denn niemand hat an das Baby gedacht. Ein kleiner Mann mit einem großen Ego. Er ist kurz gesagt gewalttätig. Ein gewalttätiger kleiner Mann. Sie war nicht berühmt und es war kein aufsehenerregender Fall. Doch dieser Fall verband eine Menge Leute und er bedurfte einer großen Anstrengung. Das sieht man nicht immer, wenn jemand schon längere Zeit vergessen ist. Belinda Tillerys Familie trauert über den Verlust. Doch dank der forensischen Gesichtsrekonstruktion
und der forensischen Anthropologie wissen sie jetzt, was passiert ist. Dass Karen Taylor das Gesicht auf den Schädel gesetzt hat, war der Durchbruch. Kein Zweifel, forensische Kunst ist Kunst/Wissenschaft. Wir nutzen den wissenschaftlichen Input, doch an einem bestimmten Punkt ergänzt die Kunst die Wissenschaft. Forensische Kunst erlaubt den Toten zu sprechen, und ich denke, das ist eine gute Sache. In der elektronischen Welt von heute überwachen Kameras nahezu alles. Es genügt ein simpler Mobiltelefonanruf, um über einen Fernmeldemast unseren Aufenthaltsort zu lokalisieren. Zu jeder Zeit können GPS-Navigationssysteme Autos und Schiffe überwachen. Mithilfe dieser Technologie und der Abrisskante eines Klebebands entschlüsseln die Ermittler ein Verbrechen voller Verrat, Begierde und Habsucht. Der Verkauf von Immobilien ist in Florida ein lukratives Geschäft, seitdem jeder zeigt, was er hat. Mike Garvin ist ein besonders guter Immobilienmakler und ermöglicht sich und seiner Frau Shirley einen Lebensstil, um den sie viele beneiden. Sie waren ein ziemlich bekanntes Paar in der wohlhabenden Mandarin-Gemeinde von Jacksonville. Er war Präsident im Mandarin-Gemeindeclub und sie war aktiv in der Lokalpolitik. Im Januar 2003 sind dem Paar die Temperaturen in Mandarin etwas zu kühl. Deshalb entschließt es sich zu einem Kurzurlaub auf der Insel Key West. Als sich Shirley pensionieren ließ, wurden sie sehr aktiv. Wir waren alle sehr erfreut, dass sie Dinge zusammen unternahmen und es genossen. Am ersten Morgen geht Mike zu einer Apotheke und holt Medikamente für seine Frau. Als er eine Stunde später zurückkehrt, ist Shirley verschwunden. Er vermutete, dass seine Frau zum Frühstück in ein Restaurant oder an den Strand gegangen war. Es ist aber auch möglich, dass Shirley einfach einkaufen gegangen ist. Shirley war eine begeisterte Einkäuferin. Sie liebte das Shoppen. Stundenlang konnte sie reden, herumlaufen und hatte, wenn sie nach Hause kam, nichts gekauft. Dennoch war es für uns ein erfolgreicher Einkaufstag. Doch als Mike das Portemonnaie seiner Frau findet, vermutet er, dass etwas nicht stimmt. Mehrere Stunden sind vergangen, als Mike der Polizei ihr Verschwinden mitteilt. Ja, hier ist Mike Garvin. Ich rufe wegen meiner Frau an. Sie ist spazieren gegangen. Sie sagte, sie wolle zum Meer oder so. Okay, sie ist also verschwunden. Als die Polizei die Angestellten des Hotels verhört, kann sich niemand erinnern, Shirley beim Verlassen des Hauses gesehen zu haben. Familienangehörige und Freunde sind überrascht, als sie erfahren, dass Shirley auf Key West ist. Ich war die letzte Person, die Shirley gesehen hat. Und sie hatte nicht erwähnt, dass sie die Stadt verlässt. Shirley hatte mir nicht gesagt, dass sie wegfährt. Nichts. Shirley trägt gerne wertvollen Schmuck und ist deshalb vielleicht Opfer eines Überfalls geworden. Wir haben der Polizei erzählt, dass sie wahrscheinlich ihre Diamantohrringe trägt und dass sie eine Rolex-Uhr besitzt. Die Ermittler setzen für die Suche nach Shirley speziell ausgebildete Hunde ein. Wir hatten K9-Hunde, die Shirley anhand ihrer Sachen aus dem Zimmer aufspüren sollten. Tatortermittler sicherten Beweismittel im Hotel und suchten nach Fingerabdrücken. Doch in dem Raum gibt es keine fremden Fingerabdrücke. Und außerhalb können die Hunde Shirleys Fährte nicht finden. Am nächsten Tag bringt die örtliche Zeitung einen Bericht. Es war eine Vermisstenreportage. In der Überschrift stand die Frage, was ist mit Shirley Garvin passiert? Die Medienberichte bringen einige Hinweise auf Shirley, doch keiner ist erfolgversprechend.
Die Polizei setzt ihre Suche auf der nur ca. 15 Quadratkilometer großen Insel Key West fort. Am Strand finden die Beamten ein paar Frauensandalen, die denen von Shirley sehr ähnlich sehen. Es entstehen Vermutungen, dass sie womöglich einen Badeunfall gehabt hat. Und die Ermittler erfahren eine andere beunruhigende Tatsache. Mike Garvins vorherige Frau hat sich im Keller ihres Hauses erhängt. Mike hat sie damals gefunden. Der Kerl hat ganz schön Pech mit seinen Frauen, dachte ich. Die Polizei will mehr über die Aktivitäten von Shirley erfahren. Mike Garvin soll deshalb detailliert schildern, was das Paar seit seiner Ankunft auf Key West gemacht hat. Mike berichtet, dass er nach dem Einchecken im Hotel gegangen sei, um Abendessen zu besorgen. Wir haben unser Abendessen bestellt. Ich meine, es war ein Sandwich mit Huhn oder so, wahrscheinlich Pommes frites. Ich kam zurück zum Zimmer, aß auf und ging ins Bett. Haben Sie ein oder zwei Essen bestellt? Zwei. Zwei, okay. Doch der Barkeeper sagt aus, Mike habe nur ein Huhn-Sandwich bestellt. Diese Behauptung wird durch die Quittung bestätigt. Diese Quittung ließ mich vermuten, dass Mrs. Garvin nie auf Key West war. Die Überprüfung von Mikes Kreditkarte ergibt, dass er auf dem Weg nach Key West in einem Laden in Miami eingekauft hat. Die Überwachungskamera zeigt ihn die ganze Zeit allein. Wir fanden es merkwürdig, dass Shirley nach einer so langen Fahrt nicht hineinkam und zur Toilette ging oder sich etwas zu trinken kaufte. Shirley war nie in dem Laden zu sehen. Als nächstes überprüfen die Ermittler die Videoüberwachung der Mautstationen zwischen Jacksonville und Key West. Erst nach dem Sichten von über 100 Stunden Videomaterial finden sie den weißen Jaguar von Mike Garvin. Man sieht das Auto stoppen, um die Maut zu bezahlen, und dann fährt es durch. Als das Bild vergrößert wird, ist ein leerer Beifahrersitz zu erkennen. Wir haben ihn gefragt, wo Shirley saß. Er sagte, sie hat auf dem Beifahrersitz gesessen. Ob sie irgendwann auf dem Rücksitz gesessen hat, wollten wir wissen. Nein, sie hat nicht auf dem Rücksitz gesessen und sich auch nicht zurückgelehnt. Dann haben wir ihm das Foto von der Mautstation gezeigt und gefragt, wo ist Shirley? Mike Garvin hat keine Erklärung. Er sagte, ich weiß es nicht. Von da ab war er sehr aufgewühlt. Er erzählte Lügen und die begannen aufzufliegen. Je mehr sie aufdeckten, je tiefer und härter sie nachfragten, desto näher kam sie Shirley. Als nächstes verhört die Polizei Mikes Kollegen aus dem Immobilienbüro. Ich sprach mit einigen Kollegen, die nicht wussten, dass er verheiratet ist. Sie schienen sehr überrascht, als sie davon hörten. Das ist mehr als überraschend, denn Mike und Shirley sind seit fast 16 Jahren verheiratet. Als die Ermittler das Haus der Garvins durchsuchen, finden sie keine Hinweise auf ein Verbrechen. Alle persönlichen Gegenstände sowie Shirleys Kleidung sind noch da. Auch die Untersuchung mit Luminol bringt keine neuen Erkenntnisse. Dann untersuchen Experten die Laufwerke von Mikes Computer. Sie finden heraus, dass er ungewöhnlich enge soziale Kontakte pflegt für einen verheirateten Mann. Michael Garvin hat das Leben eines Junggesellen geführt. Er hatte viele Internetkontakte. Er hat Frauen Blumen geschickt und Verabredungen getroffen, als wäre er ein Single. Und die Polizei findet etwas Interessantes auf der Internetseite, match.com. Es ist ein Foto von Mike und daneben sein Familienstatus. Geschieden. Bleiben die Fragen, was hat das zu bedeuten und wo ist Shirley Garvin? Als Shirleys Familie von ihrem mysteriösen Verschwinden erfährt, wartet sie verzweifelt auf Informationen. Wir saßen im Restaurant und aßen Mittag. Ich habe meine Hand auf Mikes Arm gelegt und ihn gefragt, wie hältst du das nur aus? Er antwortete, weißt du, Nancy, ich bin nicht die Person, die zurückblickt. Ich schaue nur nach vorn. Eine weitere Überprüfung ergibt noch mehr beunruhigende Neuigkeiten. Mike hat beträchtliche Kreditkartenschulden, rund $86.000.
und die meisten Vermögenswerte des Paares laufen auf Shirleys Namen. Es schien so, als sei sie finanziell abgesichert und er in finanziellen Schwierigkeiten. Bis kurz vor ihrem Verschwinden habe ich sie nicht im Entferntesten etwas Unfreundliches über ihn sagen hören. Freunde erzählen der Polizei, dass Shirley geplant habe, Mike zu verlassen. Sie fand ihn in Geldangelegenheiten verantwortungslos. Shirley sagte, dass sie die Gegend verlassen wolle und Mike nicht mit ihr käme. Um Mikes Aufenthaltsorte überwachen zu können, verstecken die Ermittler einen GPS-Empfänger unter seinem Auto. Heutzutage verfolgt die Polizei Verdächtige nicht mehr selbst. Das übernehmen Satelliten. Sie zeichnen ständig auf und senden Signale zu einem Computer. Das erlaubte zu allen Zeiten eine vollständige Überwachung von Michael Garvin. Über 6 Wochen nach dem Verschwinden von Shirley zeigt das GPS-System an, dass Mike in einen Park zu einem verlassenen Golfplatz fährt, rund 20 Meilen von Jacksonville entfernt. Zufällig hat er in dieser Gegend am Morgen der Reise nach Key West einen Anruf erhalten. Wir haben Leichenspürhunde dorthin gebracht. Sie schlugen an einem Teich an. Das GPS hatte angezeigt, dass er dort einige Minuten gehalten hatte. Es dauert über eine Woche, bis der Teich trockengelegt ist. Doch zu finden ist nichts. Sehr enttäuschend. Über eine Woche haben wir gebraucht und waren wieder bei Schritt 1. 10 Tage später unternimmt Mike einen weiteren Ausflug in den Park. Diesmal wird er in Begleitung einer Frau von Parkoffiziellen beobachtet. Später stellt sich heraus, dass die Freundin eine Internetbekanntschaft ist. Als die beiden die Gegend wieder verlassen haben, finden die Beamten etwas Auffälliges in der Nähe von Mikes Parkplatz. Da war ein Bereich, der sah anders aus. Die Erdoberfläche unterschied sich zu den Bereichen drumherum. Wir nahmen eine Tatortsonde mit einem Pol, der in den Boden gesteckt wird und der einem verrät, ob der Sand oder die Erde bewegt worden ist. Nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche finden die Ermittler einen menschlichen Körper in einem Müllbeutel, der mit Klebeband umwickelt ist. Es ist Shirley Garvin. Die Uhr am Handgelenk verrät ihren Todestag. Ihre Uhr war stehen geblieben. Sie wechselte gerade auf den 26. Am 26. Januar hat Mike Jacksonville in Richtung Key West verlassen. Wir hätten sie nie gefunden, wenn er uns nicht direkt zu ihr gebracht hätte. Die Autopsie ergibt, dass Shirley durch 2 Schüsse in den Kopf getötet worden ist. Ich dachte, ich zerbreche daran. Ich war krank und hatte Magenschmerzen. Es gab keinen Teil von mir, den ich zu dieser Zeit kontrollieren konnte. Ich habe einen so großen Verlustschmerz gespürt, wie noch nie in meinem Leben. Doch die Polizei findet keinen Hinweis darauf, dass Mike eine Pistole mit passendem Kaliber besitzt. In Mikes Garage sichern die Ermittler 3 Rollen Klebeband, das zur Kriminaltechnikerin Donna Wallace geschickt wird. Ich konnte 2 Rollen Klebeband ausschließen, denn sie zeigten schon rein optisch Unterschiede zu dem Klebeband von den Tüten. Sie hatten unterschiedliche Farben und Einkerbungen auf der Oberfläche des Klebebands. Doch bei der 3. Rolle ist das anders. Im Gegensatz zu normalem Klebeband hat dieses eine Kreuzschraffierung von Fasern auf der klebrigen Seite, die es stärker macht. Es ist dadurch schwieriger, ein Stück des Klebebands abzureißen. Durch die Fasern entsteht ein Muster an der Risskante, das so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Die Untersuchung ist wie ein forensisches Puzzle. Einzelne Teile werden zusammengesetzt, um herauszufinden, ob sie früher eins waren. Wallace benutzt ein hochauflösendes Mikroskop, um das Ende der Rolle aus der Garage mit den Enden der Klebebandstücke von der Leiche zu vergleichen. Ergebnis? Das Ende der Rolle passt mit einem Stück, das bei der Leiche gefunden wurde, perfekt zusammen.
Dass ich die Risskanten zusammenbringen konnte, bedeutete, dass das Stück Klebeband von der Mülltüte, in die die Leiche gewickelt war, von der Rolle stammte, die in der Garage gefunden worden war. Mike Garvin wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Wir hatten seine widersprüchlichen Aussagen. Wir hatten die Bilder von der Mautstation, auf denen Shirley nicht zu sehen war. Wir hatten das GPS, das uns zur Leiche geführt hatte. Wir hatten das Klebeband. Wir hatten seine Freundin. Wir waren gerüstet für einen Prozess. Die Ankläger vermuten, dass Shirley Garvin geplant hat, ihren Mann zu verlassen. Und Mike wusste das. Wahrscheinlich hat Shirley herausgefunden, dass er herumstreunt. Er hatte auch schwere Zweifel an ihrer Ehe, und das war seine Art, damit umzugehen. Da der größte Teil des gemeinsamen Vermögens auf Shirleys Namen läuft, fühlt Mike sich hilflos. Mike war Fasser und Nehmer und wurde zum Mörder. Am Abend des 25. Januar 2003 wartet Mike Garvin auf seine Frau. Als sie vom Einkaufen zurückkommt, tötet er sie mit einer Pistole. Er verpackt das Opfer in Mülltüten und umwickelt diese mit Klebeband. Eine forensische Analyse ergibt später, dass die Rolle aus Garvins Garage stammt. Er verstaut Shirleys Leiche im Kofferraum seines Autos und telefoniert um 18.21 Uhr mit seiner Freundin. Das hätte er von dort sicherlich nicht getan, wenn seine Frau noch gelebt hätte. Am nächsten Tag besucht Garvin seine Freundin und übernachtet auch zum ersten Mal bei ihr. Ein weiteres Indiz, dass Shirley bereits tot ist. In den frühen Morgenstunden fährt Mike in den Park und vergräbt Shirleys Leiche. Dort nimmt er auch einen Anruf entgegen, der ihn über einen Telefonmast in der Nähe erreicht. Dann fährt Mike nach Key West, um sich ein Alibi zu verschaffen. Doch die Kameras an der Mautstation und in dem Laden beweisen, dass er allein gereist ist. Er checkt im Hotel ein. Eine Quittung belegt, dass er nur ein Sandwich zum Abendessen bestellt hat und nicht zwei, wie er im Polizeiverhör behauptet. Am nächsten Morgen meldet er Shirley als vermisst. Das war sein Alibi. Er meldete sie auf Key West als vermisst, sodass die Behörden ihre Ermittlungen auf Key West konzentrieren würden und nicht auf Jacksonville. 6 Wochen nach Shirleys Verschwinden wird Mike vom GPS-System in der Nähe des Grabes von Shirley lokalisiert. Vermutlich wollte er überprüfen, dass sie keiner gefunden hat. Eine Woche später fährt Mike erneut zu der Stelle, diesmal mit seiner Freundin. Die behauptet, nichts von dem Mord gewusst zu haben. Mike hätte sie lediglich zum Wandern mitgenommen. Wenig später finden die Ermittler dort die Leiche von Shirley, vergraben in einem Erdloch. Sie liegt weniger als 10 Meter von der Stelle entfernt, an der Mike sein Auto geparkt hatte. Ich konnte die ursprüngliche Stelle zurückverfolgen, an der Mr. Garvin in dem Park gehalten hatte, und bestätigen, dass sie 9 bis 10 Meter von dem Erdloch entfernt war. Wie konnte er 10 Meter von der Leiche entfernt halten? Und das nicht nur ein, sondern zweimal. Die große Ironie dieses Falles ist, dass Michael Garvin mehr als jeder andere zur Aufklärung des Falles beigetragen hat. Einige Ermittler vermuten, dass Garvin auch etwas mit dem Tod seiner vorherigen Frau zu tun hat. Unglücklicherweise wurde nie eine Autopsie durchgeführt und die Leiche verbrannt. Wir können also nichts mit unseren Informationen anfangen. Als Mike Garvin mit den überwältigenden Beweisen konfrontiert wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich schuldig zu bekennen.
Michael Garvin realisierte, dass er an dem Berg an Beweisen nicht vorbeikam. Er war komplett umstellt und konnte bei einem Prozess nichts erreichen außer öffentlicher Demütigung. Und darauf wollte er sich nicht einlassen. Es machte mich krank, dass er es letztlich selbst zugegeben hat. Das macht mich absolut krank. Doch es bestätigt, dass er einfach zu schwach ist, um so einen Prozess durchzustehen. Garvin erhält eine lebenslange Gefängnisstrafe ohne Bewährung. Doch ein Mysterium bleibt, denn wir wissen nicht wirklich, wie es passiert ist. Es gab keinen Prozess. Garvin hat nie verraten, was er mit der Mordwaffe getan hat. Michael Garvins Arroganz ließ ihn glauben, dass die Wissenschaft ihn nicht mit seinem eigenen Klebeband in Verbindung bringen kann, und darum umwickelte er damit die Leiche. Am Ende besiegelte das sein Schicksal. Die Wissenschaft war in diesem Fall besser als Augenzeugen, denn die Wissenschaft lügt nicht, ist nicht verwirrt und vergisst nicht. Doch das bringt uns Shirley nicht zurück, das wissen wir. Doch seitdem wir den Gerichtssaal verlassen haben und er zu lebenslang verurteilt worden ist, wissen wir, dass wir alles Mögliche für Shirley getan haben. Eine Mutter von zwei Kindern wird tot in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Pistole in der Hand und ein Abschiedsbrief deuten auf einen Selbstmord hin. Doch eine Barbesucherin, eine Jacke an einem Türknauf und ein Speicheltest werfen einige interessante Fragen auf. Fort Lewis im Staat Washington ist einer der größten Militärstützpunkte in den Vereinigten Staaten. 25.000 Soldaten sind dort stationiert. Fort Lewis ist wie eine unabhängige Stadt mit tausenden Militärfamilien. Corporal Chris Davis liebt das Militärleben. Seine Frau Dorothy nicht. Das Paar ist seit 10 Jahren verheiratet und hat 2 Töchter im Alter von 5 und 2. Meine Schwester war hin und wieder deprimiert. Sie hatte einige schlechte Phasen. Ich wusste, dass sie Medikamente nahm. Es waren auch Antidepressiva dabei. Am Abend des 13. März 1991 ist Corporal Davis mit ein paar Freunden in einer Bar. Um 20 Uhr geht er in die Lobby, um mit seiner Frau zu telefonieren. Sie klingt mutlos. Er verlässt seine Freunde und geht nach Hause. Als Davis ins Schlafzimmer kommt, erwartet ihn ein schrecklicher Anblick. Dorothy ist tot. Sie hat eine Pistole in der Hand. Mrs. Davis lag mit dem Bettzeug bedeckt in ihrem Bett. Sie hatte eine Schusswunde in ihrer rechten Schläfe. Das Polizeivideo vom Tatort lässt vermuten, dass es kein gewalttätiges Eindringen in das Haus gegeben hat. Die Kinder der Davis haben in ihren Betten geschlafen und nichts gehört. Es gibt keinen Hinweis auf einen Streit. Dorothy hatte keine körperlichen Traumata oder Abwehrverletzungen. Es sah so aus, als läge sie einfach in ihrem Bett und schliefe. Im Schlafzimmer finden die Ermittler Antidepressiva und 3 verschlossene Briefumschläge. Einer ist adressiert an Chris Davis. Mein Liebling. Wie so oft gesagt, das ist der feige Ausweg. Ich bin feige und habe keinen anderen Ausweg gesehen. Ich bitte Gott um Vergebung. Die 2. Notiz ist ebenfalls an Chris gerichtet. Die 3. an ihre Schwester. Liebe Patty, entschuldige. Wenn du das liest, bin ich tot. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Sie sah keinen anderen Ausweg. Sie bestätigte die Schwierigkeiten in ihrer Ehe und sie fühlte, dass ihr Mann sie nicht mehr liebt. Ich erinnere mich daran, als sie kamen und mir den Brief meiner Schwester brachten. Das war schwer, es zu lesen, und sehr auffühlend.
Zu der Zeit konnte ich noch nicht verstehen, warum so etwas geschrieben wurde. Ja, diese Briefe waren von Dorothy geschrieben worden. Ihre Fingerabdrücke waren darauf. Und weitere Beweise deuten klar auf einen Selbstmord hin. Die Waffe in Dorothys Hand ist fest umklammert. Ein Phänomen, das kataleptische Totenstarre heißt. Was passiert? Die Zellen werden sofort nach dem Tod steif. Grund dafür ist vermutlich emotionaler Stress oder eine enorme körperliche Anstrengung genau im Moment des Todes. Die kataleptische Totenstarre kann nicht vorgetäuscht werden. Entweder sie ist vorhanden oder nicht. Ist sie vorhanden, muss das Opfer beim Eintritt des Todes die Waffe in der Hand gehabt haben. Bei Dorothys Autopsie findet der Rechtsmediziner eine Kontaktwunde an ihrem Kopf, die mit einem Selbstmord zu erklären wäre. Zudem gibt es keine Austrittswunde. Die Kugel steckt noch in ihrem Schädel. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner an der Universität in Homburg. Aufgesetzte Schüsse hinterlassen, wie in diesem Fall, ganz eindeutige Verletzungsmuster. Bei Schüssen mit aufgesetzter Waffenmündung wird hier der Gasdruck wirksam. Der Gasdruck presst die Haut gegen das Waffengesicht und führt zu einer entsprechenden Überdehnung und Zerreißung, sodass das ein ganz anderes Bild hat als ein Distanzschuss, der aus mehr oder weniger Entfernung erfolgt, wo eben nur das Projektil wirkt. Bei toxikologischen Tests wird in Dorothys Körper nichts Ungewöhnliches nachgewiesen. Der Rechtsmediziner erfährt dennoch etwas Interessantes. Die Autopsie bestätigte, dass sie seit 2 oder 3 Wochen schwanger war. Sie hatte das einigen Familienmitgliedern und Freunden erzählt. Dorothys Tod wird als Selbstmord bestimmt. Sie wurde nur 33 Jahre alt. Ich habe immer wieder gesagt, sie hätte dem Baby nie wehgetan. Sie würde sich nicht erschießen. Diese Gedanken kamen immer wieder. Sie hätte sich auf keinen Fall irgendeinen Schaden zugefügt. Und sie liebte ihre Mädchen, sie waren ihr Leben. Für die Militärgemeinde in Fort Lewis ist der Tod von Dorothy Davis ein Schock. Doch obwohl ihr Tod als Selbstmord bestimmt wird, haben einige Leute Zweifel. Dazu gehört eine Frau, mit der Chris Davis an dem tragischen Abend zusammen gewesen ist. Die Zeugin berichtet, dass Davis die Bar verlassen hat, um von der Lobby aus seine Frau anzurufen. Sie behauptet, kurze Zeit später selbst in die Lobby gegangen zu sein, ohne Chris dort zu treffen. Er sei erst 20 Minuten später wieder aufgetaucht. Die Zeugin sagte uns, dass Corporal Davis' Gesicht gerötet und er außer Atem gewesen ist. Und er trug seine Jacke von vorher nicht mehr. Wo ist die Jacke von Chris? Die Ermittler entdecken sie auf dem Tatortvideo. Sie hängt am Türknauf im Schlafzimmer des Paares. Ich dachte, schau mal eine an, da ist die kastanienbraune Jacke. Nicht hingeworfen, nicht fallen gelassen. Eine herankommende Person, die ihre Frau vermutlich tödlich verletzt auf dem Bett findet, zieht nicht die Jacke aus und hängt sie fein säuberlich an den Türknauf. Ist es möglich, dass Davis seine Frau gar nicht angerufen hat und stattdessen in den 20 Minuten zu Hause gewesen ist und sie umgebracht hat? Eine Polizeirekonstruktion beweist, dass es möglich ist. Durchschnittszeit 17 Minuten. Das passt zu den 20 Minuten von der Augenzeuge. Wir waren überzeugt, dass es für ihn in dem Zeitfenster möglich war, zu verschwinden, die Tat zu begehen, den Tatort zu arrangieren und zurück in den Club zu fahren. Doch wenn das stimmt, was ist dann mit den Abschiedsbriefen? Sind diese womöglich gefälscht? Dr. Gudrun Bromm ist Schriftsachverständige. Sie behauptet, dass Handschriften individuell sind und nicht zu 100% gefälscht werden können. Dass zwei Menschen die gleiche Handschrift haben, ist bislang noch nicht beobachtet worden. Man beschreibt dieses theoretische Phänomen als Doppelgängerhandschrift. Es ist aber so, dass Schrift sich aus steuerbaren, aus willkürlichen Bewegungen zusammensetzt, aber eben auch
aus unwillkürlichen Bewegungen. Die unwillkürlichen sind nicht steuerbar, von daher enthält Schrift immer eine ganze Reihe von Merkmalen, die für einen Menschen sehr typisch sind und die er ohne weiteres nicht ablegen kann. Die Ermittler schicken die Notizen von Dorothy zur Schriftsachverständigen Sandra Homewood. Mithilfe von bekannten Schriftproben des Opfers soll sie einen Vergleich anstellen. Im Handschriftenvergleich geht man generell so vor, dass die Schrift, die zu untersuchen ist, mit möglichst vielen Schriftproben verglichen wird, die von einem bestimmten Schreiber stammen. Dann schaut man, ob Schriftmerkmale, die in der strittigen Schrift beobachtet werden, sich eben auch in den Schriftproben des Vergleichsschreibers zeigen. Die Abschiedsbriefe werden auf gelbes Papier kopiert, Dorothys andere Schriftstücke auf grünes. Die Schreiberin hatte ein sehr auffällig großes D. Sie hatte ein rückwärts gerichtetes kleines F, das im unteren Bereich im Uhrzeigersinn geschrieben war und nicht dagegen, wie es eigentlich gelehrt wird. Es gab zahlreiche Buchstaben, die bei den bekannten und den fraglichen Schriften übereinstimmten. Es gab keine Unterschiede, die darauf hindeuteten, dass ein anderer Schreiber sie geschrieben hat. Sandra Homewood bestätigt, dass Dorothy die Abschiedsbriefe geschrieben hat. Als die Laborergebnisse kamen und besagten, dass Dorothy die Briefe geschrieben hat, haben wir und auch die Ermittler beschlossen, dass es sich tatsächlich um einen Selbstmord handelt. Es gab keinen Hinweis, dass jemand anderes die Briefe geschrieben und liegen gelassen hat, um den Tatort zu arrangieren. Verwunderlich ist jedoch, dass Chris nach dem Tod von Dorothy alles andere als verzweifelt ist. Wenige Wochen nach dem Tod von Dorothy brachte Chris Davis eine Frau mit ins Haus, die angeblich als Kindermädchen aufpassen sollte. Jeder auf der Militärbasis weiß, dass die Frau mehr ist als nur Kindermädchen. Sie hat mit Corporal Davis schon über ein Jahr eine Affäre. Die Leute wussten, dass wir uns liebten. Sie wussten es, da er in der Öffentlichkeit sehr liebevoll war. Das bekam ich zu der Zeit von meinem Ehemann nicht. Keine Zuneigung. Nichts. Offensichtlich hatte Chris die Trauer über den Selbstmord seiner Frau sehr schnell überwunden. Doch das verwickelt Chris nicht in den Tod seiner Frau. Auch wenn seine Untreue ihre Depressionen ausgelöst hat. Ich und jeder andere, wir glaubten, dass sie sich ihr Leben genommen hat. Das glaubten wir. Ich habe Chris nie gewalttätig erlebt, weder mit meiner Schwester noch mit der Familie. Ich wusste, dass er nicht ehrlich ist, ein Ehebrecher und ein Dieb. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass er meiner Schwester körperlich etwas antut. Die Ermittler sind sich da nicht so sicher. Es begann anders auszusehen, etwas beunruhigte. Hatten wir vielleicht doch keinen Selbstmord? Hatten wir es mit einem Mord zu tun? Sind die Zweifel der Ermittler berechtigt? Oder hat Dorothy sich selbst getötet? Als die Ermittler im Fall der 33-jährigen Dorothy Davis etwas genauer nachfragen, kommt ihnen zu Ohren, dass es mit Chris Davis, ihrem Ehemann, nicht einfach ist, zusammenzuleben. Ich weiß nicht, was ihn trieb. Ich denke, er musste sich unter Kontrolle haben. Hatte er das nicht, musste man aufpassen. Und dann erfahren die Ermittler noch etwas Verdächtiges. 3 Jahre zuvor war Dorothy dem Tod gerade so entkommen. Es war ein Abend, an dem Chris das Haus mit der kleinen Tochter verließ. Sie fuhren ein bisschen mit dem Auto, weil das Kind Probleme beim Einschlafen hatte. Im Haus wacht Dorothy plötzlich auf und bemerkt überall Rauch. Im Wohnzimmer brennt ein Feuer und aus unerklärlichen Gründen haben die Rauchmelder keinen Alarm geschlagen. Die Polizei und Feuerwehr kamen und nahmen die Fernsehanlage mit. Sie fanden eine elektrische Funktionsstörung und beendeten die Ermittlungen. Im Zusammenhang mit Dorothys Tod erscheint das Feuer in einem anderen Licht.
Das machte mich nachdenklich. Wo ich herkomme, nennt man das einen Fingerzeig. Solche Dinge passieren einer Person in dieser Weise nicht zweimal. Das war ein Hinweis. Jetzt ist Corporal Davis auch offiziell verdächtig. Und die Todesursache wird geändert. Von Selbstmord zu unbestimmt. Für seine neue Freundin nimmt das Leben mit Davis plötzlich eine schlechte Wendung. Alles begann sich zu ändern. Ich durfte nicht mehr telefonieren, durfte nicht mehr im Supermarkt einkaufen und bekam kein Geld mehr. Ich war in dem Haus wie gefangen. Doch die forensischen Beweise belegen, dass es Selbstmord gewesen ist. Bis Steve Chancellor noch einmal den Beamten befragt, der als erster auf den Notruf reagiert hat. Was ich herausfand, war eine ziemliche Überraschung. Er beschrieb, dass Dorothy die Pistole mit allen vier Fingern um den Griff hielt. Ich fragte ihn, wenn alle vier Finger um die Waffe waren, wie hat sie dann geschossen? Er antwortete, ich habe keine Ahnung. Doch wenn es ein Verbrechen gewesen ist, warum hat Dorothy die Abschiedsbriefe geschrieben? Sie belegen eindeutig Dorothys Wunsch nach der Beendigung ihres Lebens. Ihre Schwester ermittelt ein bisschen auf eigene Faust und findet die Erklärung. Ich habe von ihrem Therapeuten erfahren, dass er sie aufgefordert hat, alles, was sie bewegt, aufzuschreiben. Ich denke, daher stammen die Briefe. Ich glaube nicht, dass sie jemals vorhatte, sich zu verletzen. Sie war offenbar sehr gründlich darin, ihre Aktivitäten und Gefühle zu dokumentieren. Diese Tagebücher wurden überprüft und enthüllten eine lange Zeit voller Depressionen. Um herauszufinden, ob Dorothy es ernst gemeint hat mit dem Selbstmord, schicken die Ermittler die Briefe an Bill Thomas, einen Fingerspurexperten. Thomas sprüht Ninhydrin auf die Notizen. Eine chemische Substanz, die mit den Aminosäuren des Fingerschweißes reagiert. Das Ninhydrin selbst lagert sich an den Aminosäuren der Schweißbestandteile an und führt zu einer Umfärbung, ein rot-rötlich-violettes Bild, das wir dann erhalten auf dem Papier. Solche Briefe und Umschläge kommen in eine feuchte Kammer. Unter diesen Bedingungen entwickeln sich die Fingerabdrücke, ähnlich wie ein Foto auf Fotopapier. Das Ninhydrin enthüllt, dass Dorothy nicht übermäßig stark schwitzt, als sie die Briefe schreibt. Das ist ungewöhnlich für jemanden, der in Kürze sein Leben beenden will. Ich rät Ihnen, einen weiteren Blick auf diesen Fall zu werfen, denn da stimmte was nicht. Daraufhin wollen die Ermittler wissen, wer den Umschlag des Abschiedsbriefes angeleckt und geschlossen hat. Um das herauszufinden, benötigen die Wissenschaftler Dorothys DNA. Unglücklicherweise ist ihre Leiche mittlerweile verbrannt worden. Ihr DNA-Profil muss also rekonstruiert werden und das geschieht durch die Analyse der Profile ihrer Eltern und Kinder. Ihr DNA-Profil wurde durch einen Quervergleich bestimmt. Gesucht wurde nach den Merkmalen, die sie von ihrer Mutter und ihrem Vater bekommen hat. Und gesucht wurde nach den Merkmalen, die sie an ihre Kinder weitervererbt hat. Das DNA-Profil von Chris ist in seinen Militärunterlagen gespeichert. Der Wissenschaftler nimmt ein kleines Stück des Briefumschlags und gibt es in eine Lösung, die, bis auf die menschlichen Zellen, alles zersetzt. Dann wird ein PCR-DNA-Test durchgeführt. Die PCR-Technologie bietet besondere Vorteile bei Vorhandensein von minimalsten DNA-Spuren, weil sie in der Lage ist, diese minimalen DNA-Mengen zu vervielfältigen und somit erst eine Analyse zugänglich zu machen. Das Ergebnis? Chris hat den Briefumschlag angeleckt. Er hatte die Briefe in die Umschläge getan. Das ist der einzige Grund, warum sein Speichel an den Briefen ist. Dorothy hatte nicht die Absicht, Selbstmord zu begehen. Diese Briefe waren ein Hilfeschrei.
Doch Chris hatte sie für seine Machenschaften und aus finanziellen Gründen zum Mord an seiner Frau missbraucht. Kriminaltechnik war die einzige Möglichkeit, Chris mit den Abschiedsbriefen in Verbindung zu bringen. Seine DNA auf dem Briefumschlag zu finden, war entscheidend. Das war der einzig solide Beweis, den er nicht auf andere Weise erklären konnte. Ein Jahr nach dem Tod von Dorothy Davis wird ihr Ehemann Chris verhaftet und des Mordes angeklagt. Als ich hörte, dass Chris verhaftet worden ist, habe ich Gott gedankt. Wissen Sie, einerseits war ich aufgeregt, traurig und verletzt, andererseits aber glücklich und überwältigt. Letztlich haben sie ihn überführt. Die Ankläger vermuten, dass Chris schon 3 Jahre zuvor versucht hat, Dorothy zu töten. Damals hat er die Feuermelder im Haus abgestellt, ein Feuer gelegt und ist dann mit seiner Tochter zu einer Autofahrt aufgebrochen. Doch der Mordversuch schlägt fehl. Irgendwann findet Chris die Abschiedsbriefe von Dorothy und benutzt sie, um ihren Selbstmord zu inszenieren. Er hatte Abschiedsbriefe. Was führt Ermittlungsbeamte besser in die Irre als vom Opfer geschriebene Abschiedsbriefe? Am Abend des Mordes geht Chris in einen Offiziersclub, um sich ein Alibi zu verschaffen. Nach einer Weile sagt er, er gehe in die Lobby, um seine Frau anzurufen. In Wahrheit steigt er jedoch in sein Auto und fährt nach Hause. Dorothy ist höchstwahrscheinlich schon im Bett und schläft, als Chris ihr in den Kopf schießt. Als er ihr danach die Waffe in die Hand legt, vergisst er, einen ihrer Finger an den Abzug zu legen. Chris arrangiert den Tatort mit einem Buch, einem Fläschchen mit Antidepressiva und den Abschiedsbriefen, die Dorothy Monate zuvor geschrieben hat. Im Club bemerkt eine Freundin mittlerweile, dass Chris gar nicht in der Lobby ist, um zu telefonieren. Als er zurückkehrt, trägt er seine Jacke nicht mehr, die er beim Verlassen der Bar noch anhatte. Versehentlich hat er das Kleidungsstück im Schlafzimmer vergessen. Für alle sichtbar auf diesem Polizeifoto. Chris hat die schriftlichen Hilferufe von Dorothy in ihren Abschiedsbriefen ignoriert und sie stattdessen gegen seine Frau benutzt. Wenn er die Briefe einfach weggeworfen hätte, wären sie für uns nicht zu untersuchen gewesen. Hätte Chris den Briefumschlag nicht angeleckt, wäre er heute ein freier Mann. Chris Davis wird des Mordes an seiner Frau schuldig gesprochen. Er wird unehrenhaft aus der Armee entlassen und zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Chris ist kaltblütig, krank und wahnsinnig. Wenn er das bestreitet, ist er offensichtlich ein Lügner. Ich habe aus erster Hand erfahren, wie krank und böse dieser Mann ist. Ich habe es erlebt. Chris war sehr geldgierig. Er erhoffte sich von dem Tod von Dorothy Frieden. Um den Unterhalt für die Kinder musste er sich nicht sorgen. Er beseitigte seine Frau und wollte $150.000 kassieren. Ohne die forensischen Beweise wäre Chris heute ein freier Mann. Es hätte für Dorothy keine Gerechtigkeit gegeben. Ermittler vermuten, dass diese zerfetzte Computerdiskette wichtige Informationen über einen Mord enthält. Sogar mit Hilfe hochentwickelter Technologie ist man nicht in der Lage, sie wieder zusammenzusetzen. Was also tun? Die Lösung des Rätsels schreibt forensische Geschichte. Die Philippinen, ein riesiger Verbund von über 7000 Inseln.
Einheimische behaupten, man könne sich auf diesen Inseln verstecken und niemand würde einen finden. Hier zu leben ist eine Herausforderung. Es gibt Moskitos so groß wie Hunde. Ich meine echt riesig. Du siehst Spinnen, die größer sind als dein Kopf. Man sieht sonderbare Dinge, die man vorher noch nie gesehen hat. Josh Snodgrass wächst auf den Philippinen auf. Sein Vater Joe ist Militäroffizier auf dem US Air Force Stützpunkt in der Nähe von Manila. Seine Mutter Julie ist aus Mississippi und hat Anpassungsprobleme an das Leben in Übersee. Die netteste Frau, die man sich vorstellen kann. Sie hatte nichts Schlechtes an sich. So warmherzig Julie in der amerikanischen Gemeinschaft auch war, sie mochte die Philippiner nicht besonders. Es gab einige Leute, was wahrscheinlich nicht überraschend ist, die die Philippiner nicht mochten. Am 25. Februar 1991 alarmiert Joe Snodgrass die Polizei und meldet seine Frau als vermisst. Er behauptet, sie hätten einen Streit gehabt. Er vermutete, dass sie ginge, um sich abzuregen. Der Streit war, bevor sie rausstürzte. Wachaufzeichnungen beweisen, dass Julie den Stützpunkt gegen 22.30 Uhr verlassen hat. Sie kehrt nicht mehr zurück. Gegen 4 Uhr am nächsten Morgen findet sie einen Taxifahrer tot in ihrem Auto, circa 3 Kilometer vom Stützpunkt entfernt. Sie ist erstochen worden. Julie ist noch angeschnallt, die Fahrertür angelehnt. Wir vermuteten, dass sie versucht hat rauszukommen, es aber nicht geschafft hat. Überall im Auto befindet sich Blut, ausgenommen auf dem Beifahrersitz. Es hatte den Anschein, als sei jemand bei ihr im Auto gewesen, der auf sie eingestochen hat. Vermutlich hatte er oder sie überall Blut an sich. Die Suche nach fremden Haaren oder Fasern verläuft negativ. Das Einzige, was wir fanden und nicht von Julie oder einem anderen Familienmitglied stammte, war ein dunkles Haar, das mit dem von Filipinos übereinstimmte. In einem nahegelegenen Feld findet die Polizei ein Klappmesser, bedeckt mit Julies Blut. Am Messer kleben auch einige Kleidungsfasern. Fingerabdrücke gibt es jedoch keine. Warum steht der Truck mitten in der Nacht in einer Gegend auf der Straße, in die sich sicherlich kein Soldat und erst recht keine Frau begeben würde? Das machte vielen Leuten Kopfzerbrechen. Julie Snodgrass war gerade erst 33 Jahre alt. Josh erinnert sich an die Reaktion seines Vaters. Ich erinnere mich, dass er zitterte. Das hat er sonst nie gemacht. Ich kann das nur gleichsetzen mit jemandem, der fortgeschrittenes Parkinson hat. Unkontrollierbares Zittern. Joe Snodgrass hat an dem Abend den Militärstützpunkt nicht verlassen und wird deshalb als Verdächtiger ausgeschlossen. Wer hat seine Frau getötet? Der Mord an Julie Snodgrass schockt die stationierten Soldaten und ihre Familien. Julie war sehr beliebt und hatte eigentlich keine Feinde. Ich spürte, dass das ein Mord aus Wut war. Jemand wollte Julies Tod auf die schlimmste Art und Weise. Julies Leiche wird zur Beerdigung nach Mississippi geflogen. Die Beerdigung war heftig, die Trauerfeier war heftig. Natürlich gab es keinen offenen Sarg, obwohl ich es mir gewünscht hätte, denn ich wollte meine Mami noch einmal sehen. Doch sie ist tot und ich werde sie nie wiedersehen. Auf der Suche nach Verdächtigen müssen sich die Ermittler nicht weit umsehen. Viele Philippiner sind gegen die Präsenz des US-Militärs. Julies Brieftasche und Schmuck sind aus dem Auto verschwunden, sodass Raub als Motiv nicht ausgeschlossen werden kann. Die Arbeitslosigkeit in der philippinischen Gemeinde war bei 60%. Wenn ein Philippiner einen Job hatte, zum Beispiel auf dem Stützpunkt, unterhielt er so nicht selten 10 bis 15 Personen, die keinen Job hatten. Doch die Ermittler interessieren mehr die Gerüchte um die Eheprobleme der Snodgrass. Seine Frau und er hatten sich getrennt und dann wieder zusammengefunden. Sie haben sich scheiden lassen und erneut geheiratet. Da war eine große Aufruhr.
Als sich der Mord an Julie herumspricht, raten Informanten den Ermittlern, dass sie doch mal die philippinische Haushälterin befragen sollen. Ihr Vorname war Lucy. Sehr attraktiv, sehr jung, viel jünger als Joe. Anfang 20, würde ich sagen. Meine Vermutung war, dass es eine sehr enge Beziehung gab. Eine Freundschaft über die Haushälterinnentätigkeit hinaus. Lucy ist seit mehr als einem Jahr Haushälterin bei den Snodgrass und beinahe ein Mitglied der Familie. Doch ihr Benehmen ist ungewöhnlich. Sie wollte meine Mutter sein, das wurde mir allmählich bewusst. Sie sagte, ich bin deine Mutter und ich sagte, nein, du bist nicht meine Mutter. Ich werde es sein. Nein, du wirst nicht meine Mutter. Ich werde es. Nein, wirst du nicht. Wissen Sie, wir haben richtig gestritten. Während des Verhörs bestreitet Lucy, etwas über den Mord zu wissen. Und sie dementiert Gerüchte, sie hätte eine Affäre mit Julies Ehemann. Doch Josh weiß, dass dies eine Lüge ist. Aus einem einzigen Grund weiß ich Bescheid. Ich öffnete eines Tages die Schlafzimmertür und sah meinen Vater bei etwas, was er nicht hätte tun sollen. Sie bestand einen Lügendetektortest und deshalb war die Sache erledigt. Daraufhin wechseln die Ermittler ihre Taktik. Sie lassen Lucy noch einmal verhören, diesmal allerdings durch die örtlichen Behörden. Ich denke, es war einfacher für sie, mit philippinischen Ermittlern zu sprechen, als mit amerikanischen. Und so änderte sie ihre Geschichte. Ich glaube, es gab insgesamt noch 3 oder 4 weitere Verhöre mit Lucy und bei jedem begann sie sich mehr und mehr in Widersprüche zu verwickeln. Lucy verändert ihre Geschichte auf außergewöhnliche Art und Weise. Sie gesteht, eine Rolle bei Julies Mord gespielt zu haben. Sie beschrieb, wie Joe zu ihr kam und ihr erklärte, dass er den Tod seiner Frau will. Er wollte nicht länger mit Julie leben und sie deshalb aus dem Weg haben. Lucy sagt aus, sie habe ihre beiden Onkel engagiert, um den Mord auszuüben. Die wiederum hätten einen dritten Mann zur Hilfe angeheuert. So war ihre Geschichte letzten Endes. Verheerend. Aber das war nicht das Ende von allem. Denn wenn sie gelogen hatte, log sie dann zum ersten oder zum zweiten Mal? Als Joe Snodgrass mit dem Geständnis von Lucy konfrontiert wird, bestreitet er ärgerlich jede Beteiligung an dem Mord an seiner Frau und bezeichnet seine ehemalige Haushälterin als Lügnerin. Um das zu unterstreichen, gewährt er den Ermittlern eine Hausdurchsuchung. Er stimmte der Durchsuchung zu. Er musste es nicht. Sie hätten auch versuchen können, einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen, doch das mussten sie gar nicht. Er war einverstanden. Unter einer Matratze fanden sie diese Versicherungspolicen und fragten, was sie unter der Matratze machen würden. Daraufhin antwortete er ihnen, ich wollte nicht, dass sie sie finden. Etwas merkwürdig, nicht? Die Policen enthüllen etwas Überraschendes. Joe hatte die Versicherungssumme für seine Frau gerade von $200,000 auf $400,000 erhöht. Und auf Joes Schreibtisch finden die Ermittler noch mehr potenzielle Beweise. Sie kamen mit einem Bündel Floppy-Disketten, diesen großen 5¼-Zoll-Scheiben, die man damals benutzte. Diese Speichermedien wurden vor allem in den 80er und 90er Jahren bei Computern verwendet. Ihre elastische Beschaffenheit und die Art, Daten zu speichern, sind charakteristisch für Floppies. Die Daten auf einer Floppy-Disk sind sequenziell gespeichert, das heißt nacheinander auf diese Disk geschrieben, auf den inneren beweglichen Teil. Dort wird durch magnetische Ströme, durch Magnetfelder werden dort Bits geschrieben in einem Ablauf von außen nach innen, sodass diese Ringe konzentrisch verlaufen, das heißt nach innen immer einen immer kleineren Durchmesser haben und das Ganze wird dann noch einmal aufgeteilt in quasi Kuchenstücke, man spricht von Spuren und Sektoren. Als die kriminalistischen Untersuchungen endlich Gestalt annehmen, machen die Beamten einen riesigen Fehler und gefährden damit die Ermittlungen. Das ist eine verrückte Geschichte. Man kann sich nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Die Emotionen waren unbeschreiblich. Es war ein schlechtes, krankmachendes Gefühl. Doch welches Missgeschick
ist den Beamten im Verhör mit Joe unterlaufen. Die Ermittler haben zwei Floppy-Disketten auf dem Arbeitstisch von Joe Snodgrass gefunden. Womöglich enthalten sie Informationen zum Mord an seiner Frau. Die Disketten bestehen aus einem besonderen Material. Diese sogenannten Floppy-Disks, Floppy, weil sie auch beweglich, elastisch waren, durch das dünne Material, bestanden aus einer Kunststoffhülle, darauf aufgebracht immer ein Label, was dazugehörte zur Bezeichnung der Floppy, eine Schreibschutzkerbe am Rand angebracht und innen die rotierende Scheibe war eine Kunststoffscheibe mit Oxid beschichtet, die eingebettet war nochmal in ein Vlies zu ihrem Schutz. Bevor die Ermittler den Inhalt dieser Disketten überprüfen, bitten sie Joe Snodgrass ins Präsidium, damit er die Floppies als seine identifiziert. Sergeant Snodgrass war kooperativ. Er selbst war Ermittler. Und wenn jemand gegen dich ermittelt, bist du hilfsbereit und kooperierst, damit du schnell von der Liste der Verdächtigen runterkommst. Snodgrass nimmt die Disketten in Augenschein und im nächsten Moment sind die Ermittler außer sich. Der Verdächtige hat eine Schere herausgeholt und zerschneidet eine Floppy. Sie rangen ihm die Schere ab. Doch es lagen bereits viele Stücke der Diskette auf dem Boden. In diesem Moment gingen mir eine Menge Gedanken durch den Kopf. Der erste war, wie in aller Welt hat er die Schere in das Verhörzimmer bekommen? Und als zweites, wie ist er an die Diskette gekommen, um das zu tun? Offenbar weiß Snodgrass, dass die Ermittler ihn wegen der Disketten sprechen wollen und kommt vorbereitet zum Verhör. Wir wussten, was auch immer auf der Diskette war. Es war tödlich für Joe. Joe Snodgrass wird sofort in Militärgewahrsam genommen. Er rief an und sagte, sie haben mich für den Mord an deiner Mutter festgenommen. Doch ich verspreche dir, ich habe sie nicht getötet. Ich antwortete daraufhin, okay, ich glaube dir. Die Ermittler sind nicht nur verzweifelt wegen der zerstörten Diskette, sondern auch wegen ihrer demolierten Reputation. Deshalb sammeln sie die Einzelteile der Diskette zusammen und schicken sie an die neue Computerforensikeinheit des US-Militärs. Sie sagten, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir haben gerade diesen Kerl verhört, da greift er in die Box, nimmt sich eine Diskette und zerschneidet sie mit einer großen pinkfarbenen Schere. Die Einzelteile kommen per Post zu euch. Ich sagte, was glaubt ihr, wir sind doch keine Magier. Ich ermittle bei Computerverbrechen. Was sollen wir machen? Zur Bestürzung aller gibt es offensichtlich niemanden, der solch eine zerstörte Floppy-Diskette schon einmal erfolgreich wieder zusammengesetzt hat. Wir riefen einfach jeden an und nutzten alle Kontakte zu den anderen Ermittlungsbehörden. Wir fragten auf dem privaten Sektor nach, vielleicht besaßen sie Geräte oder Techniken. Eine Behörde bietet ihre Hilfe an, sagt aber, dass die Untersuchung mehrere Monate, sogar bis zu einem Jahr dauern könnte. Sie würde ungefähr $1 Million kosten und es gäbe keine Erfolgsgarantie. Wir fuhren auf dem Beltway herum und kamen mit unserer Diskette gerade von dem Regierungsbüro, das gescheitert war. Edgar Chins, mein Deputy, sagte, gib mir einen Versuch, du lässt es ja auch alle anderen versuchen. Ich fragte, was willst du machen? Er antwortete, ich will sie zusammenkleben. Ich glaubte nicht, dass das funktioniert. Seine Idee entsteht durch ein Post-it. Dessen Klebestreifen auf der Rückseite ist stark genug, um Gegenstände zusammenzuhalten und dennoch einfach und ohne Rückstand zu entfernen. Als erstes versuchen die Techniker, die zerbeulten Stücke durch Hitze zu glätten. Leider können nicht alle Teile ausreichend repariert werden. Es muss also ein Weg gefunden werden, um die zerstörten Stücke zu einer kompletten Diskette zusammenzusetzen. Wir nahmen das Originalbeweisstück, legten es auf eine Diskette und schnitten ein Duplikat aus. Das entfernten wir, fügten das Beweisstück in die Lücke ein und verklebten es auf der Rückseite. So wurde das Beweisstück ein Teil des Ganzen. Um die Stücke zusammenzuhalten, benutzen die Techniker ein durchsichtiges Klebeband, das auf einer Diskettenseite hält, während die andere ausgelesen werden kann.
Zur Probe nehmen die Techniker eine Diskette, geben sie in das Laufwerk und starten den Computer. Das Ergebnis ist ein Desaster. Es endete damit, dass wir die Köpfe in unserem Büro einzogen. Während einer unserer Tests zerstörte die Diskette den Kopf des Laufwerks und der schleuderte jetzt durch den ganzen Raum. Das Problem ist das dicke Klebeband. Bei Floppy Disks handelt es sich um ein sogenanntes Kontaktleseverfahren im Laufwerk. Das heißt, der fürs Lesen und Schreiben der Disk benötigte Magnetkopf liegt nahezu direkt auf der Scheibe auf. Das heißt, ein solcher Streifen Klebefilm, der Verwendung findet, würde diesen Kopf gegebenenfalls sogar beschädigen. Deswegen würde es aus meiner Sicht mehr Sinn machen, die komplette Scheibe auf einer durchgehenden Trägerfolie zusammenzusetzen, sodass die Trägerfolie dann quasi die oberste Schicht der Floppy darstellt und der Kopf in einem durchgängigen Zustand auf der Floppy verweilt. Es muss also ein dünneres Klebeband mit den gleichen Eigenschaften gefunden werden. Die Suche führt zu einem Klebeband der Marke Scotch. Es hinterlässt keine Rückstände, ist einfach aufzubringen, einfach zu entfernen und beschädigt nichts. Mit diesem Klebeband versuchen sie, die kaputte Diskette zusammenzusetzen. Und tatsächlich, es klappt. An den Schnittstellen der zusammengesetzten Floppy werden höchstwahrscheinlich einige Daten fehlen, das ist aber nicht von Relevanz. Man nutzt zum Auslesen eines solchen Mediums Programme, die Lesefehler ignorieren und kann dann mit viel Glück findet sich ein Dokument nur im intakten Bereich einer Floppy. Dieser Bereich war dann ausreichend. Oder es gibt halt im Dokument einige Schnittstellen, wo vielleicht Worte fehlen oder ähnliches und man kann trotzdem noch den Gesamtzusammenhang des Dokumentes erkennen. Die Verantwortlichen sind begeistert. Es bedurfte einiger Initiative, aber es ging. Es war große Freude, das war wirklich fantastisch. Es hat sich gelohnt, denn wir hatten eine neue Technik entwickelt, die funktionierte. Wir bekamen unsere Daten. Meine Reaktion war, Jim, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich kann es nicht glauben. Ich habe natürlich gefragt, ihr macht doch keine Witze, oder? Was rund $1 Million kosten sollte, hat nur $131 gekostet. Und das inklusive der $50 für das zerstörte Laufwerk. Doch sind auf der Diskette auch tatsächlich Informationen, die Sergeant Snodgrass mit dem Mord an seiner Frau in Verbindung bringen? Auf der Diskette sind Teile eines Briefes an die Haushälterin Lucy. Darin wird sie von Joe aufgefordert, Männer anzuheuern, die seine Frau töten sollen. Mindestens 10-mal am Tag bete ich, dass du Glück hast und jemanden findest. Ich habe mit Josh und Jamie gesprochen. Sie haben sie auch satt. Wir sind gestern Abend zum Versteck gegangen. Es war nicht dasselbe ohne dich. Bitte hilf mir und komm bald zurück. Wenn du etwas benötigst, lass es mich wissen. Ich werde versuchen, es dir zu schicken. Nun muss ich weiterarbeiten. Ich liebe und vermisse dich, Joe. Das ist die Verbindung von Joe Snodgrass mit dem Mord. Ich denke, die Computerauszüge waren der Beschleuniger. Beschleuniger in dem Sinne, dass die Geschichte der Haushälterin wahr ist. Sie unterstützten ihre Version der Geschichte, machte sie glaubwürdig. Genauso wie die Geschichte ihres Onkels, der ein volles Geständnis ablegte. Und wie viel Geld hat Joe für den Mord an seiner Frau bezahlt? Was kostet ein Leben? $150 plus 1000 Pesos für die Überführung, also fast nichts. Joe war ein Schleimer. Wir ahnten bereits, dass er etwas Schreckliches verbirgt. Doch die Informationen von der Diskette waren absolut unglaublich. Sie waren entscheidend. Es war, als zeigte ein Finger direkt auf den Sarg. Als Joe Snodgrass mit den Informationen von der Diskette konfrontiert wird, bekennt er sich der Anstiftung zum Mord für schuldig. Er sagte, Grund seien Eheprobleme gewesen. Nichts anderes hat er zugegeben. Aus meiner Sicht ist es käuflich zu sagen, ich setze $450,000 auf meine Frau aus und will, dass sie getötet wird, damit ich später ruhig über die Straße gehen kann. Auf Wunsch von Joe beauftragt Lucy ihre beiden Onkel und einen dritten Mann, Julie Snodgrass, zu töten. Joe arbeitet für die Militärpolizei und bittet Julie, ihm bei einem seiner Fälle zu helfen. Sie soll außerhalb des Stützpunktes einen Informanten bezahlen. Die Frau macht, was ihr Ehemann verlangt.
Doch als sie am Treffpunkt ankommt, merkt sie, dass sie in eine Falle gelockt worden ist. Und sie weiß, wer dahinter steckt. Während sie erstochen wurde, schrie Julie Snodgrass auf Englisch: Ich hasse dich, Joe. Ich hasse dich, Joe. Die Umstände sind noch niederträchtiger, als wenn er das Messer selbst genommen und sie getötet hätte. Damit meine ich die Manipulation und die Planung, die stattgefunden hat. Offenbar hat Lucy geglaubt, dass Joe sie mit in die Vereinigten Staaten nimmt, wenn sein Auslandsdienst beendet ist. Mit den $400.000 von Julies Lebensversicherung hätten sie dort ein komfortables Leben gehabt. Wissen Sie, Gewalt entsteht immer dann, wenn Leute durchdrehen. Joe Snodgrass wird zu lebenslanger Haft in einem Militärgefängnis verurteilt. Lucy wird von einem philippinischen Gericht nur zu einem Jahr Haft verurteilt. Ihre beiden Onkel erhalten dieselbe Strafe. Der dritte Mann wird nie gefunden. Das war das erste Mal, dass digitale Beweise und das Wort Forensik in einem Satz auftauchten. Computerkriminalitätsbekämpfung war keine forensische Disziplin, bis wir diese Diskette wieder zusammengesetzt haben. Unsere Cyberjungs hatten ihren Durchbruch. Sie beschritten einen neuen Pfad im Feld der Kriminalistik. Das haben sie wirklich. Der Fall hat nicht nur forensische Geschichte geschrieben, er änderte auch die Sicherheitsprotokolle weltweit. Niemand sollte mehr eine Diskette zerschneiden können. Die Auswirkung auf unsere Technik? Man kann mit $131 und ein bisschen Hirn Daten zurückholen. Jeder kann das. Nun muss nur noch in den Sicherheitsprotokollen geändert werden, wie man geheime Informationen schützt. Bombenattentate sind oft schwer aufzuklären. Denn für gewöhnlich hat der Täter den Tatort verlassen und wichtige Spuren sind in Rauch aufgegangen. Doch es gibt Beweise, wenn die Ermittler wissen, wonach sie suchen müssen. In diesem Fall ist ein winziges Plastikteilchen der Schlüssel zum Mord an einem Familienvater. Lange Zeit war die Bethlehem Stahlfabrik in Sparrows Point, Maryland, das weltweit größte Stahlwerk. Mehr als 30.000 Angestellte produzieren unglaubliche 15 Tonnen Stahl pro Minute. Der 45-jährige Nathan Allen arbeitet in der Fabrik. Er hat 5 Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahren. Nathan Allen war beliebt. Wenn er nicht hart gearbeitet hat, kümmerte er sich um seine Kinder. Er war sehr engagiert, uns großzuziehen. Auf 5 Kinder aufzupassen ist eine Aufgabe. Entweder er arbeitete oder er kümmerte sich um uns. Am 10. Mai 1979 um ca. 23 Uhr haben Nathan Allen und ein Freund ihre Arbeit beendet und wollen nach Hause. Als Nathan in seinen Truck steigt und ihn startet, gibt es eine Explosion. Dabei wird Nathan durch die Windschutzscheibe geschleudert. Er starb nicht sofort. Er lebte noch eine Zeit, von der die Ärzte meinten, sie sei quälend und schmerzvoll gewesen. Sie wollten es uns nicht beschreiben. Wir hofften, es wäre ein Irrtum. War es aber nicht. Wir waren durcheinander und wussten nicht, was wir tun sollten. Es war wirklich hart. Nathan Allen stirbt. Doch wie durch ein Wunder ist der Beifahrer nicht einmal schwer verletzt. Robert Riffey erlitt kleinere Verletzungen wie einen leichten Hörschaden, doch er überlebte. Als Riffey verhört wird, liefert er einige wichtige Informationen. Er sagt aus, die Explosion habe stattgefunden, nachdem Nathan den Wagen bereits gestartet hatte. Daraufhin vermuten die Ermittler, dass es ein Leck in der Benzinleitung gegeben hat.
Doch das wird nach kurzer Zeit ausgeschlossen. Man konnte sehen, dass der Explosionskrater in den Benzintank ragte und nicht nach außen. So wussten wir, dass der Gastank nichts mit der Explosion zu tun hatte. Die Ermittler führen eine Gitternetzsuche durch und untersuchen jeden Zentimeter des Parkplatzes. Mit Erfolg. In einem Quadrat fand ich eine Verschlusskappe. Eine Kappe aus Gummi und Plastik, die zu einer elektrischen Sprengkapsel gehört. Eine Sprengkapsel wird zum Detonieren von Bomben benötigt. Dieser Fund war ungewöhnlich. Normalerweise findet man das Ende der Sprengkapsel nicht, denn sie ist inmitten der Explosion und normalerweise komplett zerstört. Zusätzlich finden die Ermittler blaue und gelbe Kabelummantelungen. Diese Farben und dieser Typ werden für elektrische Sprengkapseln verwendet, und das sowohl für kommerzielle als auch für militärische Sprengstoffe. Die Zündkabel waren an die Lichtelektrik des Trucks angeschlossen. Das heißt, die Bombe ist explodiert, als der Fahrer die Bremsleuchten oder den Blinker aktiviert hat. Beim Betrachten eines Bombentatorts muss man als erstes innerhalb von 72 Stunden die Art des Sprengsatzes herausfinden, die benutzt worden ist. Das öffnet einem ein Zeitfenster, in dem der Mechanismus angebracht worden ist. Nathans Truck hat von 15 Uhr am Nachmittag bis 23 Uhr abends auf dem Parkplatz gestanden. Das beweist, dass sich jemand an dem Truck zu schaffen gemacht hat, während er auf dem Parkplatz stand. Das war wichtig, denn es ist einleuchtend, dass er nicht bis dorthin gefahren ist, ohne die Bremsen zu betätigen. Die Vorrichtung muss auf dem Parkplatz verbunden worden sein. Der Bombenbauer musste nicht in der Nähe sein und das Opfer beobachten. Da führt nicht irgendwo ein Kabel zu jemandem, der einen großen Auslöser vor sich hat und damit alles zündet. Die Bombe ist eine in sich geschlossene Einheit und benutzt den Strom des Autos zum Explodieren. Der Täter kann zuschauen oder 1000 Meilen entfernt sein. Das macht keinen Unterschied. Die Ermittler haben keinen offensichtlichen Verdächtigen. Das heißt, wenn der Täter sich entschließt, nochmal zuzuschlagen, gibt es keine Möglichkeit, ihn zu stoppen. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem verwendeten Sprengstoff um kommerziellen handelt, der auch von Experten benutzt wird. Die Kompliziertheit der Vorrichtung bedeutete, dass der Bombenbauer das elektrische Kabelsystem des Fahrzeugs kennen musste, um sich beim Anschließen der Kabel an das System nicht selbst in die Luft zu jagen. Das bedurfte mehr als nur einiger Grundkenntnisse. Ist es möglich, dass Spannungen zwischen den Stahlarbeitern und dem Management der Firma das Motiv für die Explosion sind? Keiner wusste, warum jemand Nathan Allen töten wollte. Und deshalb suchten die Beamten nach möglichen Gründen. Einer war, dass Nathan Allen an Gewerkschaftsaktivitäten beteiligt war. Das Erste, was wir in solchen Fällen untersuchen, ist, war es jemand Bekanntes? War es ein Arbeitskollege? Gab es einen Streit? Wer würde ihm so etwas antun wollen? Doch nach Aussage der Arbeitskollegen sind sowohl Nathan Allen als auch sein Beifahrer, Robert Riffey, beliebt bei Kollegen und Management. Es schien nicht so, als hätte einer von beiden Feinde. Niemand sprang uns auf Anhieb ins Auge. Die Bombe wurde direkt unter dem Fahrersitz angebracht. Das deutet darauf hin, dass Nathan Allen das Ziel des Angriffs sein sollte. Die Polizei forscht in Allens Familie nach, ob ihm jemand schaden will. Doch Nathans entfremdete Ehefrau ist in einer psychiatrischen Klinik mehrere hundert Kilometer entfernt, als das Attentat geschieht. Sie wird als Verdächtige ausgeschlossen. Meine Eltern waren getrennt und geschieden. Wir wollten alle bei unserem Vater leben, denn meine Mutter war immer irgendwie krank. Wenn sie ihre Medikamente nicht nahm, ging es ihr schlecht. Nathans Tante Sandra McPhillan kümmert sich um die Kinder, während Nathan arbeitet. Auch sie und ihr Ehemann Pete bezeugen, dass Nathan keine Feinde hat.
Inspektor Clouseau sagte immer, wir verdächtigen jeden, wir verdächtigen niemanden. Grundsätzlich sollte man an eine Ermittlung immer unvoreingenommen herangehen. Bist du voreingenommen, hast du die Tendenz, bestimmten Richtungen zu folgen, und das müssen nicht die richtigen sein. Die Ermittler wissen, dass jemand die Bombe entsichert hat, während das Auto auf dem Parkplatz gestanden hat. Unglücklicherweise ist der Parkplatz jedermann zugänglich und nicht nur Angestellten. Eine Videoüberwachung gibt es nicht. Da die Ermittler weder einen Verdächtigen haben noch ein Motiv erkennen können, hoffen sie auf Beweise aus den Tatorttrümmern. Ich glaube, die beste Möglichkeit, ein Bombenattentat aufzuklären, ist, Beweise zu finden. Entdecke etwas Einzigartiges und verfolge es zurück bis zum Tatort oder einem Verdächtigen. In den Trümmern finden sich tausende Teilchen. Alles potenzielle Spuren. Schaumstoffpolsterung und andere Materialien des Trucks müssen von den potenziellen Spuren getrennt werden. Dazu benutzen die Ermittler Schwarzlicht. Ich fand Material, das sehr stark auffiel und konnte es sichern. Es handelte sich dabei nicht um Gewebematerial. Palmer entdeckt tausende winziger Körnchen, die aussehen, als seien sie aus Plastik gemacht. Unter dem Mikroskop ist zu erkennen, dass jedes Körnchen 6 Farbschichten hat. Weiß, blau, weiß, purpur, gelb und rot. Ich war absolut sprachlos, als ich sie fand. Ich konnte es zuerst nicht glauben. Ich ging erst mal raus und trank einen Kaffee und habe sie mir dann noch einmal angesehen. Und dann erinnert er sich. Als ich sie noch mal ansah, wusste ich, das sind sie. Seine Entdeckung schreibt Wissenschaftsgeschichte. Ermittler haben tausende mehrfarbige Plastikkörnchen in den Trümmern des Bombenattentats gefunden, das Nathan Allen getötet hat. Zuerst überwiegt Verwirrung, bis Ronald Palmer sich erinnert. Diese Körnchen sind sogenannte Taggins. Sie wurden bei einem Experiment vom ATF Sprengstoffen untergemischt und sollen Ermittlern als Hilfe dienen. Das sind mikroskopisch kleine Splitter, die den Sprengstoffen zugegeben worden sind. Sie sind winzig, aber farbkodiert. Zu der Zeit hat weniger als 1% aller Sprengstoffe diesen Zusatz. Zusätzlich zu den Farben haben die Splitter eine fluoreszierende Schicht auf der einen Seite und eine magnetische Schicht auf der anderen. Palmer wendet sich an das ATF, teilt die Farbreihenfolge mit und erhält den entsprechenden Produktcode. Das ist, als wenn man den Sprengstoff nicht explodiert findet. Mit dem Produktcode vom Sprengstoff kannst du ihn zurückverfolgen. Über Aufzeichnungen lässt sich dann ermitteln, wer ihn gekauft hat, wo er verkauft wurde, wem er gestohlen wurde oder was auch immer passiert ist. Die Reihenfolge der Farben ergibt den Code. 8DEO2A146. Das bedeutet, der Sprengstoff wurde von der Firma DuPont hergestellt und heißt Tovex 220. Die Codenummer verrät zusätzlich Fabrik, Datum und Uhrzeit der Herstellung. Mit anderen Worten, die Ermittler können jetzt den Weg des Sprengstoffs vom Hersteller bis zum Verkäufer nachvollziehen. Diese Serie von Sprengstoff ging an einen Händler nach West Virginia, der aus seiner Garage heraus verkauft. Der Händler führt eine Liste über die Personen, die Tovex 220 gekauft haben. Man benötigte lediglich einen Führerschein oder eine andere Möglichkeit, sich auszuweisen, um das ATF-Sprengstoffformular auszufüllen. Heute ist das ganz anders. Auf der Liste stehen 15 Namen, von denen den Ermittlern einer besonders ins Auge sticht. Pete McFillin, Nathan Allens Onkel, dessen Frau regelmäßig auf die Kinder aufpasst.
Die Taggins und der Produktcode waren der erste große Durchbruch. Später den Namen McPhillan in Verbindung mit den Sprengstoffverkäufen zu finden, war wichtig. Wir jubilierten, das war wie bei einem Touchdown, wenn man den Ball in die Endzone knallt. Die Familienangehörigen können es nicht glauben. Mein Vater und mein Onkel sind zusammen aufgewachsen. Sie waren sehr eng, mehr wie Brüder als alles andere. Er nannte sich manchmal selbst Pete the Batman. Er wollte ein harter Kerl sein. Ich weiß nicht, wie hart er wirklich war. Im Verhör behauptet McPhillan, er benötige den Sprengstoff zum Entfernen von Baumstümpfen auf seinem Grundstück und lagere ihn noch immer in seiner Garage. Pete McPhillan sagte, ich habe meine Sprengstoffe genau hier. Wir gingen. Das Tovex, was er hatte, war Tovex 210, ein völlig anderes Produkt. Das Tovex 220, welches McPhillan in West Virginia gekauft hat, kann er nicht vorzeigen. Zusätzlich finden die Ermittler heraus, dass Pete McPhillan Automechaniker ist und regelmäßig Nathans Truck wartet. Mein Vater war ein sehr guter Mechaniker, er konnte alles reparieren. Eine Woche vor dem Bombenattentat erfuhr ich, dass Nathan Probleme mit den Bremslichtern hatte und meinen Vater fragte, ob er sie reparieren kann. Mein Vater hat die Bremslichter im Fahrzeug neu verkabelt. In einem Werkzeugkoffer von McPhillan finden die Ermittler gelbe und blaue Kabel. Mithilfe eines Infrarotspektrometers analysieren Kriminaltechniker die chemischen Komponenten der Kabel. Ein Strahl des Infrarotlichtes wird durch das Material geschickt. Entweder wird es absorbiert oder reflektiert. Dabei geht ein Graph nach oben oder nach unten und produziert eine Verlaufskurve. Das Resultat? Das Plastik, mit dem die Kabel in Pete McPhillans Werkzeugkoffer ummantelt sind, ist mit der Plastikummantelung der Kabel vom Tatort identisch. Ein weiterer Beweis wurde während der Hausdurchsuchung in seinem Notebook gefunden. Es beinhaltete Informationen über die Schichten und Arbeitszeiten des Opfers. Diese Informationen wurden forensisch ausgewertet. Es wurde ein Vergleich zwischen der Art des Schreibens in dem Notebook und dem sonstigen Schreibstil des Verdächtigen gemacht. Pete McPhillan wird verhaftet und des Mordes an seinem Neffen angeklagt. Ermittler, Familie und Freunde wollen wissen, warum McPhillan Nathan Allen ermordet hat. Mitglieder der Familie liefern eine mögliche Erklärung. Nathan Allen und Sandra Sue, Pete McPhillans spätere Frau, sind als Teenager miteinander gegangen. Ich stelle mir das Jahr 1955 vor. Nathan und Sue trafen sich und wurden Freunde. Ich denke, es gab keinen Grund für meinen Vater, eifersüchtig zu sein. Doch wahrscheinlich hatte er immer im Hinterkopf, dass etwas passieren könnte. 25 Jahre später ist Nathan Single und Sandra Sue hütet seine Kinder. Pete McPhillan hatte das Gefühl, dass Sandra Sue zu viel Zeit mit den Allens verbrachte, vor allem mit Nathan Allen. Er fand zudem, dass sie zu wenig Zeit mit ihm verbrachte und ihren ehelichen Pflichten ihm gegenüber nicht nachkam. Er machte Nathan Allen dafür verantwortlich. Mein Vater hätte gesagt, ach komm Pete, du weißt es doch besser. Das wäre alles gewesen. Sie hätten sich in Ruhe gelassen und jeder für sich weitergelebt. Er hatte die Veranlagung, etwas Drastisches zu tun. Ich würde denken, dass er aufgrund der vorherigen Erfahrungen mit meiner Mutter sehr eifersüchtig auf sie gewesen ist. Und ich weiß, dass er ihr oft angedroht hat, sie zu töten. Jeder wusste, dass sie keine Affäre mit ihm hatte. Der Einzige, der das meinte zu wissen, war mein Vater, Pete McPhillan. Er hatte eine Affäre in seinem Kopf, weil er verrückt ist. Der ist doch ein Hurensohn, das ist alles. Ein verrückter Hurensohn. Da war nie eine Affäre. Die Ankläger vermuten, dass Eifersucht Pete McPhillan veranlasst, seinen Neffen Nathan Allen zu töten.
Als Nathan seinen Onkel bittet, die Bremslichter zu reparieren, nutzt dieser die Gelegenheit. Er baut eine Bombe, deren Sprengstoff er in Virginia kauft, und bringt sie direkt unter dem Fahrersitz des Trucks von Nathan an. Dummerweise lässt er überschüssige Kabel in seinem Werkzeugkoffer. Am Tag des Mordes fährt Pete auf den Parkplatz der Stahlfabrik und schließt die Bombe an das elektrische System des Trucks an. McPhillan kennt Nathans Tagesablauf. Er ahnt jedoch nicht, dass dieser seinen Freund Robert Riffey an diesem Abend nach Hause fahren will. Die meisten Beweise werden zerstört. Doch die mikroskopisch kleinen Taggins in dem Sprengstoff verbinden Pete McPhillan mit dessen Kauf und überführen ihn als Täter. Pete McPhillan wird verurteilt und des Mordes schuldig gesprochen. Er muss lebenslang ins Gefängnis. Obwohl wir beweisen konnten, dass Pete McPhillan ein Motiv hatte, nämlich seine Eifersucht, reichte das noch nicht für eine Verurteilung. Ich denke, wir haben in diesem Fall nur aufgrund der forensischen Beweise eine Verurteilung erreicht. Speziell die Taggins haben die Ermittlungen erheblich vereinfacht. Ich denke, wir hätten den Fall nicht gelöst und ich glaube, wir hätten auch keine Verurteilung erreicht, wenn wir die Taggins nicht als Beweis gehabt hätten. Bei vielen Sprengstoffanschlägen kann man nur zu sich selbst sagen, ich weiß, wer der Bombenleger ist, doch ich kann ihn forensisch nicht mit der Bombe in Verbindung bringen. Die Taggins ermöglichen uns, einen Verdächtigen mit einer Bombe in Verbindung zu bringen. Pete McPhillan ist die einzige Person in den USA, die jemals aufgrund von Taggins verurteilt worden ist. Das ATF hat sein Taggin-Versuchsprogramm 1979 wegen zu hoher Kosten und politischer Bedenken eingestellt. Das Taggin-Versuchsprogramm sollte fortgesetzt werden. Es liefert Ermittlern eine Menge an Informationen und ist zugleich abschreckend für die Bombenbauer. Es gibt eine Menge Gründe zu kennzeichnen. Grund Nummer eins ist, man löst Fälle. Die Schweiz ist heutzutage das einzige Land, das Taggins vorschreibt. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem tödlichen Unfall aus. Doch es gibt Indizien, die etwas Finstereres vermuten lassen. Ist es möglich, dass ein Wecker, frische Wäsche und ein Müllbeutel den mysteriösen Tod einer jungen Frau erklären? Die US Air Force hat wohl die fortschrittlichsten Kampfjets der Welt. Als Mechaniker ist es die Aufgabe von Ron Gillette, diese Flugzeuge einsatzbereit zu halten. Ron macht seinen Job ausgezeichnet und arbeitet im Wechsel an der Air Force Base George in Victorville und an der Nellis Base in Las Vegas. Er war sehr kompetent. Er hätte nicht so viele zusätzliche Dienstaufträge auf der Nellis Air Base bekommen, wenn er nicht gut gewesen wäre. Ron, seine Frau Vicky und ihre beiden Kinder haben ihr gemeinsames Zuhause in Victorville. Am 28. August 1984 kommt Ron nach einigen Besorgungen nach Hause. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde seine Frau mit ihrem Sohn im Bett liegen und schlafen. Doch Vicky schläft nicht. Sie ist bewusstlos. Eine Plastiktüte liegt direkt vor ihrem Gesicht.
Er sagte, sie wäre ohnmächtig geworden und hätte in ihrem Bett gelegen. Die Tüte wäre ihr auf das Gesicht gefallen und hätte es bedeckt. So wäre sie erstickt. Als die Rettungssanitäter kommen, erklären sie Vicky für tot. Sie ist 26 Jahre alt gewesen. Sie lag auf der Seite, Blut kam ihr aus Mund und Nase, was uns auf eine mögliche Überdosis an Drogen hinwies. Ron war außer sich, schrie unbändig und war sehr aufgeregt. Ron erzählt den Ermittlern, dass Vicky Schlafprobleme gehabt hat. Auf ihren Wunsch hatte er ihr am Vorabend 4 Schlaftabletten in ein Mixgetränk gemischt. Es scheint, als sei Vicky am nächsten Tag beim Wäschemachen bewusstlos geworden und auf die Plastiktüte gerollt. Auf der Küchentheke finden die Ermittler ein benutztes Glas und im Mülleimer den leeren Behälter eines frei verkäuflichen Schlafmittels. Wir haben die Getränkereste aus dem Haus ins Labor geschickt. So konnte mit einem gaschromatographischen Massenspektrometer getestet werden, ob Drogen in den Getränken gewesen sind. Doch die einzige Substanz, die gefunden wird, stammt vom Schlafmittel. Die Autopsie enthüllt nicht viel. Es war ein typischer Problemfall. Du hast einen Toten und die Autopsie ergibt nicht wirklich viel, keine spezifischen Befunde. Der Rechtsmediziner findet Schwellungen in Vickys Lungen, ein sogenanntes Lungenödem. Für Rechtsmedizinerin Dr. Andrea Schultes ist das jedoch kein konkreter Hinweis auf die Todesursache. Ein Lungenödem ist eigentlich ein relativ unspezifischer Befund, den man bei verschiedenen Erkrankungen oder auch im Rahmen von Tötungsdelikten bei der Obduktion finden kann. Es ist im Grunde nichts anderes als ein Flüssigkeitsaustritt im Lungengewebe selbst, was also die Lungen durch einen erhöhten Flüssigkeitsgehalt auszeichnet, was man dann bei der Obduktion sehen kann. Vicky Gillette hat einen Kratzer an der Oberlippe. Hinweise auf Erstickung gibt es nicht. Ersticken zeichnet sich dadurch aus, dass es zum Teil eben auch sehr unspezifische Befunde nur bietet. Das heißt, rein äußerlich kann man sogenannte Stauungsblutung, Punktblutung in den Lidbindehäuten finden, in den Ober- und Unterlidern, in der Mundschleimhaut oder hinter den Ohren. Das wäre hinweisend auf ein Ersticken, was man aber nicht zwingend finden muss. Vickys Todesursache wird offiziell als unbekannt erklärt. Ich vermute, dass bei der ersten Autopsie die Todesursache unbekannt mit einem Fragezeichen vermerkt wurde. Eine Lebererkrankung oder ein Leberschaden könnte der auslösende Faktor gewesen sein. Kollegen von Ron bestätigen sein Alibi. Er war am Morgen des Todes seiner Frau arbeiten. Und so ist die Sache auch für die Ermittler ein unglückseliger Unfall. Sie hatte weder Alkohol- noch Drogenprobleme und war eine liebevolle Mutter für ihre beiden Kinder, die zu dem Zeitpunkt 3 und 5 waren. Es konnten keinerlei Hinweise gefunden werden, die ihren Tod erklärten. Als wir im Bestattungsinstitut waren, lief Ron zum Sarg, fiel auf seine Knie und begann zu weinen, zu schreien und sagte, Vicky, warum hast du das dir, mir und meinen Kindern angetan? Wir hatten nichts, keine Tatwaffe und auch kein Motiv. Es gab keinen Beweis, dass ein Mord verübt worden war. Durch toxikologische Tests bestätigt sich, dass Vicky Schlafmittel genommen hat. Die Wissenschaftler finden jedoch Mengen, die eher 16 Tabletten entsprechen als den 4, die Ron angegeben hat. 16 Tabletten sind aber nur der Bruchteil einer tödlichen Dosis. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Vicky sie sich selbst verabreicht hat. Die Ermittler finden einige verdächtige Gegenstände im Haus der Gillettes. Da ist ein Wecker, dessen Weckzeit auf 3 Uhr nachts eingestellt ist. Und in dem Plastikwäschesack finden die Ermittler ungewöhnlich ordentlich gelegte Kleidung. Es fand sich ein Shirt darin, das teilweise noch zusammengelegt war. Ich roch an der Kleidung, die deutlich nach Waschmittel duftete. Das waren keine gebrauchten Kleidungsstücke, das war keine dreckige Wäsche.
Das verursachte bei uns einiges Kopfzerbrechen, denn jetzt glaubten wir, einen inszenierten Tatort zu haben. Es meldet sich ein Zeuge, der am Morgen von Vickys Tod etwas Merkwürdiges beobachtet hat. Ein Nachbar hat Ron auf der Treppe beobachtet, als er auf die Ambulanz gewartet hat. Als dieser auftauchte, fing er an zu weinen. Das war sehr deutlich. Und es wird noch deutlicher. Nur 11 Tage nach Vickys Tod wird Ron an einer Mietwagenstation beobachtet. Er kommt gerade aus Las Vegas zurück. Sie sagte, kennen Sie den Mann, dessen Frau gestorben ist? Er hat kurz nach ihrem Tod einen Wagen bei mir gemietet und ihn gerade zurückgebracht. Am Rückspiegel war eine dieser Hochzeitsdekorationen angebracht und in seinem Arm hatte er eine attraktive, sehr junge, spanischstämmige Frau. Sie schien sehr vertraut zu sein. Die Ermittler können diese Geschichte kaum glauben und fragen Ron direkt danach. Ron sagte, ja, das ist meine neue Frau. Ich habe sie gerade geheiratet, eine wundervolle Person. Er sagte, wissen Sie, meine Kinder brauchen wirklich eine Mutter. Sie brauchen jemanden in ihrem Leben. Ich konnte es nicht glauben. Ich war verletzt. Es tat mir leid für die Kinder und für meine Schwester. Wirklich traurig. Das ist etwas, was man nicht glauben kann. Rons Braut Su Yen ist nicaraguanischer Herkunft und lebt in Las Vegas. Etwa ein Jahr zuvor haben sich die beiden kennengelernt. Er lebte 2 unterschiedliche Leben. Das eine mit seiner Frau und den Kindern auf der George Air Force Base und das andere mit seiner neuen Liebe auf der Nellis Air Force Base. Er hatte regelmäßig zusätzliche Aufträge. Es war sehr interessant zu erfahren, dass Su Yen Zwillinge erwartete, ein weiteres Teil in diesem Puzzle. Su Yen sagt aus, sie sei mit Ron seit Monaten verlobt und habe ihm ein Ultimatum gestellt. Su Yen sagte zu Ron, wenn du mich nicht im September heiratest, ist es aus. Punkt, dann will ich dich nie wiedersehen. Ron liebte sie, eine sehr attraktive junge Dame. Dann erfahren die Ermittler, dass die Hochzeitseinladungen bereits vor Vickys Tod verschickt worden sind. Der Polizei erzählt Su Yen, sie habe nicht gewusst, dass Ron etwas verheimlicht. Sie behauptete, nichts zu wissen. Ron hätte ihr erzählt, dass Vicky 2 Jahre zuvor in Mexiko an Hirnkrebs gestorben wäre. Su Yen hatte wirklich nichts mit der Sache zu tun. Sie war betrogen worden. Normalerweise hat man eine Todesursache und sucht nach einem Motiv. Wir hatten ein Motiv und suchten nach der Todesursache. Wir vermuteten, Ron hatte Vicky lieber getötet, als sich von ihr scheiden zu lassen. Wegen der Hochzeit ging er so weit, denn er musste all seine angesammelten Schulden bezahlen. Den Hochzeitsring, das Hochzeitskleid, alle Hochzeitseinladungen und die Hochzeitsreise. Er hatte eine Lebensversicherung von $27,000 auf Vicky abgeschlossen. Die hätte seine Schulden beglichen. Und es wäre sogar noch etwas Geld übrig geblieben. Die Polizei hat jede Menge Indizien, die auf einen Mord hindeuten, doch nur wenige forensische Beweise. Kann ein 2. Blick in das Haus der Gillettes etwas Brauchbares liefern? Vicky Gillette wird tot in ihrem Bett gefunden. Todesursache unbekannt. Ihr Ehemann Ron bereitet der Polizei Unbehagen, denn er ist nur 11 Tage nach dem Schicksalsschlag schon wieder verheiratet. Er hat diese Frau Tage nach der Beerdigung von Vicky geheiratet. Er fährt nach Las Vegas, heiratet Su Yen und bringt sie nach der Hochzeitsreise mit in das Haus, in dem Vicky 2 Wochen zuvor gestorben ist. Sie haben recht, das kann man nicht glaubhaft beschreiben. Mit diesem Hintergrundwissen betrachten die Beamten die Umstände von Vicky Gillettes Tod erneut. Kevin Pullman untersucht den Plastikwäschebeutel, der neben Vickys Leiche gefunden wurde. Eigentlich handelt es sich um einen Müllbeutel. Meine kriminalistische Seite begann zu überlegen, was kann ich mit dem Beutel machen? Welchen Wert hat dieser Beutel? Gibt es eine kriminalistische Untersuchung, die mit diesem Beutel gemacht werden muss?
Ron Jeanette behauptet, Vicky in ihrem Bett mit der Plastiktüte auf oder nah neben ihrem Kopf gefunden zu haben. So, als sei sie versehentlich darauf gerollt und dann erstickt. Um diese Theorie zu überprüfen, suchen die Ermittler nach Gesichtsfett an der Außenseite des Beutels. Dazu platziert Purman den Beutel in einer luftdichten Kammer und erhitzt sogenanntes Superglue. Superglue ist ein Begriff, der kommt aus dem Amerikanischen und in unserem Bereich wird dieses Mittel eher Sekundenkleber genannt. Ist ein hervorragender Klebstoff, den Sie, wenn Sie zum Beispiel Kontaktflächen anfeuchten, anhauchen, besonders gut zum Verbinden aller möglichen Materialien nehmen können. Diese Eigenschaft, dass dieser Klebstoff wunderbar auf feuchten Bestandteilen haftet, haben wir uns zunutze gemacht und können mit diesem Klebstoff, wenn in einem definierten Milieu bei einer Temperatur und Luftfeuchtigkeit verdampft wird, nicht im direkten Auftrag, sondern verdampft wird, genommen werden, um Fingerspuren an allen möglichen Materialien sichtbar zu machen. Doch Purman findet nichts. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht wir waren, als ein Anruf kam. Doch als Purman den Hörer auflegt, erkennt er, dass er einen Fehler gemacht hat. Wir bemerken, dass der Beutel umgestülpt worden war. Das erkennt man an der Herstellungsart. Das ist ein gefalteter Beutel mit einer Hitzedichtung an einem Ende. Wenn man ihn umstülpt, liegt er nicht mehr flach. Purman wiederholt den Superglue-Test und wird fündig. Wir sahen einen großen, runden Bereich. Etwas Ovales und vermutlich Fettiges war vorhanden. Als er den Beutel unter speziellem Licht untersucht, findet er noch mehr. Unter indirektem Licht sah ich Gesichtszüge, besonders den gedehnten Abdruck der Nasen- und Kinnregion in der Mitte dieses Ovals. Und ich erinnere mich, in dem Moment habe ich mich gefragt, ob wir in die Totenmaske von Vicky Gillette sehen. Es ist denkbar, dass sich ein Gesicht oder zumindest Konturen eines Gesichtes auf einer Plastiktüte abzeichnen, wenn es mit dieser Plastiktüte eine intensive Berührung gegeben hat. Diese Berührung muss zum einen intensiv wie auch von einer entsprechenden Dauer gewesen sein. Und was sich dort abzeichnet, sind dann die fettigen Bereiche der Haut, Stirn, Wangenbereiche, Nase zum Beispiel, die mit bestimmten chemischen Substanzen oder auch Adhäsionsmitteln sichtbar gemacht werden können. Purman sucht in der kriminalistischen Fachliteratur nach einer Bestätigung, dass sein Fund tatsächlich Gesichtsabdrücke sein können. Doch er findet nichts. Deshalb macht er einen Test mit Müllbeuteln der Marke, wie sie bei Vicky gefunden worden sind. Was haben wir gemacht? Wir haben das Gesicht eines Freiwilligen in den Beutel gelegt und von hinten gepresst, um Gesichtsabdrücke in dem Beutel zu erzeugen. Entscheidend war nicht nur der Transfer von Fett auf den Beutel, sondern zu sehen, ob es wirklich auch zu Dehnungen des Beutels selbst kam. Purman benutzt insgesamt 6 verschiedene Beutel und erhöht jedes Mal den Druck auf das Gesicht der Freiwilligen. Nach dem 6. Test ist der Druck so groß, dass die Freiwillige weitere Versuche ablehnt. Purman untersucht alle 6 Beutel, doch nur einer hat die Dehnungsstreifen wie der vom Leichenfundort. Es ist der letzte,